Herzlich willkommen zu Safe and Sound, Online-Angebote altersgerecht und sicher gestalten, live aus der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin. Ich bin Theresa Sickert und darf Sie heute durch diesen Nachmittag begleiten. Das freut mich sehr. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Selbstschutz und Transparenz schon ganz von vorne bei der Konzeption und beim Design von Online-Angeboten mitgedacht werden kann und in den Vordergrund gestellt werden kann. Denn wenn die Bedürfnisse und Rechte von Userinnen und Usern, und damit meine ich insbesondere Kinder und Jugendliche, gleich von vornherein mitgedacht werden im Konzeptionsprozess, dann sinken die Risiken solcher Angebote in der Nutzung, wie zum Beispiel, dass es Kontakt mit beängstigenden Inhalten geben kann, dass vielleicht zu viel Werbung rezipiert wird oder dass auch einfach zu viel Zeit mit solchen Angeboten verbracht wird. Und gleichzeitig lassen sich eben auch so die Autonomie, die Eigenverantwortung und auch die Entscheidungskompetenz altersgerecht stärken. Oder anders gesagt, es ist also möglich, Online-Angebote so zu gestalten, dass die Kinder und Jugendliche zu einer sicheren und kompetenten Nutzung befähigen. Wir wollen uns heute beim Medienimpuls anschauen, wie Gestaltungsrichtlinien und Konzepte aussehen, was es dort an unterschiedlichen Sachen eben so gibt und wie sie auch schon praktische Anwendung finden, und wollen auch einen Blick auf die ganze Thematik werfen aus regulatorischer Perspektive, medienethischer und auch medienpädagogischer Perspektive. Und werden dazu gleich mit zwei Impulsvorträgen beginnen, die Age-Appropriate Design, Safety by Design und auch Supportive Design in den Blick nehmen. Und danach werden wir in ein Gespräch eintauchen über altersgerechte Gestaltung in der Praxis. Zum einen aus der Perspektive eines großen Unternehmens wie Google, aber auch aus der Perspektive eines Non-Profits. Danach machen wir eine halbe Stunde Pause. Und ich freue mich, wenn wir dann also uns auch alle wieder treffen, um nochmal vertiefend in die Diskussion zu diesem Thema einzusteigen. Sie dürfen sich alle recht herzlich beteiligen unter dem Hashtag Medienimpuls, gerne auch mit Ihren Fragen hier im Publikum. Wir haben ein Mikro, können Sie einfach die Hand heben und dann werden wir das hinkriegen, dass Sie also Ihre Frage stellen können später in der Diskussion oder auch über das Fragentool Slido. Das erkläre ich später dann nochmal etwas genauer. Bevor wir jetzt aber ins Programm starten, sitzen hier schon zwei Menschen neben mir. Herzlich willkommen Claudia Mikat, Geschäftsführerin der FSF, und Martin Drexler, Geschäftsführer der FSM. Ohne Sie wären wir sozusagen heute gar nicht hier. Also herzlich willkommen. Herr Drexler, die FSM hat den Jugendmedienschutzindex 2020 veröffentlicht. Das ist eine repräsentative Studie. Und da geht es unter anderem auch eben um den Umgang mit online-bezogenen Risiken bei Kindern, bei Jugendlichen, aber auch bei Eltern. Welche Punkte da drin sehen Sie, die auch heute in dieser Diskussion und in dieser Veranstaltung relevant sein könnten? Also eine ganz entscheidende Erkenntnis ist, dass der Jugendmedienschutz praxistauglicher werden muss, dass er altersangemessener werden muss. Eine Kernerkenntnis aus der Studie, die uns ein bisschen beunruhigt hat, aber die sehr plakativ ist, ist, dass Eltern sich wesentlich mehr Sorgen machen als noch vor 5 Jahren, als wir das zum letzten Mal befragt haben. Gleichzeitig aber weniger Erziehungshandeln zeigen, also weniger aktiv werden, um dafür zu sorgen, dass ihre Kinder sicher in den Online-Diensten unterwegs sein können. Und das führt uns zu einem gewissen Zielkonflikt. Denn Jugendmedienschutz ist klassischerweise immer anbieterbezogen. Da geht es eigentlich immer darum, dass Anbieter dafür sorgen müssen, dass Nutzerinnen und Nutzer nicht mit möglicherweise problematischen Inhalten in Kontakt kommen. Das passt aber überhaupt nicht mehr zur Nutzungsrealität, insbesondere von jungen Menschen. Denn da geht es hauptsächlich um Teilhabe, um Kommunikation, um Austausch. Und das zeigt eben, dass die klassischen Instrumente, wenn man so will, nicht mehr so richtig passen. Wir brauchen mehr Tools sozusagen zur Selbstbefähigung oder Tools, mit denen Menschen ihre Online-Nutzung eben auch individuell absichern können, wenn man so will. Und wir werden das unter der Überschrift Supportive by Design heute noch häufiger hören. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass technischer Jugendschutz hauptsächlich bei Eltern von Kindern, von jüngeren Kindern, eine Rolle spielt. Und dass das im Prinzip schon im Teenageralter eigentlich fast gar kein Thema mehr ist. Und das verdeutlicht, wie wichtig das ist, den Jugendschutz schon bei der Produktentwicklung direkt mitzudenken, dass das also möglichst organisch, wenn man so will, in die digitalen Dienste und Angebote mit eingebettet werden kann und nicht nachträglich mit der Brechstange übergestülpt wird. Das ist eine ganz wichtige Sache. Safety by Design ist mehr als ein Schlagwort, und dass wir dabei natürlich die Perspektive von jungen Menschen mit einbeziehen müssen, sie rechtzeitig fragen müssen: Wie wollt ihr eigentlich geschützt werden? Was braucht ihr für einen Schutz? Wie wollt ihr da vielleicht auch selber mitwirken?
Das ist total wichtig. Und letzter Punkt vielleicht, der mindestens ebenso für Besorgnis gesorgt hat bei uns, bei den Ergebnissen des Jugendmedienschutzindex, ist, dass es viel zu wenig bekannt ist, was man echt tun kann, wenn mal was schief geht. Also wenn Kinder mit problematischen Situationen oder problematischem Verhalten von anderen konfrontiert sind online oder mit Inhalten, die sie unangenehm finden, was man da tun kann, wo man sich Hilfe suchen kann, wo es Beratung, Informationen, Aufklärung gibt, das ist viel zu wenigen Eltern, aber auch viel zu wenigen jungen Menschen bekannt. Und das ist eine Sache, wo wir insgesamt sehr viel besser werden müssen. Was für mich auf jeden Fall auch nochmal deutlich wird, also auch die Rolle der Eltern ist eben tatsächlich nicht zu unterschätzen. Also gerade auch, wenn man sagt, rein technischer Jugendschutz ist eben nicht sozusagen das alleinige Allheilmittel. Frau Mikert, ein Punkt, den ja Herr Drexler eben auch angesprochen hat, ist, eigentlich müsste man noch viel stärker eben Kinder und Jugendliche selbst auch beteiligen. Wie sieht es denn bei der Arbeit der FSF aus? Also gibt es dann gute Möglichkeiten, also auch die Stimmen von Kindern und Jugendlichen mit einzubeziehen? Es gibt Möglichkeiten, aber es gibt nur schwer die Möglichkeit, in den Prüfausschüssen selbst Kinder und Jugendliche zu beteiligen, weil wir einfach nicht wissen, welche Inhalte kommen. Möglicherweise, dass eben auch gerade solche sind, die die Altersgruppe nicht wahrnehmen sollte. Von daher können wir das nur indirekt tun und können das nur in Form von Projekten tun, was aber Erkenntnisse bringt, die wieder rückfließen können in die Spruchpraxis. Wir haben letztes Jahr einen Versuch gestartet zum Thema True Crime und haben mit dem JFF gemeinsam ein medienpädagogisches Forschungs- und Praxisprojekt durchgeführt und da eben mit Kindern und Jugendlichen gesprochen, versucht, ihre Sicht auf die Dinge einzufangen und Sensibilitäten einzufangen und auch diese Differenzierung besser hinzukriegen, weil wir alle wissen, es ist nicht einfach nur die Altersstufe 12 oder 16, sondern es geht da um viel, viel mehr, auch um Kompetenzen, die natürlich eine Rolle spielen bei der Art, wie Kinder und Jugendliche Inhalte wahrnehmen und verarbeiten. Das alles ist aufwendig und wir würden uns wünschen, Partnerinnen und Partner dafür zu gewinnen, diese Art von Arbeit zu verstetigen. Ich denke schon, dass mittlerweile mehrere Akteure, viele Akteure im Jugendmedienschutz bereit sind und auch erkannt haben, dass diese Trias von Schutz, Teilhabe und Befähigung einfach auch mit Leben gefüllt werden muss. Und das ist nicht eine Sache, die einer oder eine von uns alleine machen kann. Aber ich glaube schon, dass die Bereitschaft dafür wächst. Also von daher ist es schön, dass wir hier heute sitzen und uns eben fragen, wie kann das möglichst früh einfließen und wie können wir die Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen dazu nutzen. Genau, darüber werden wir auf jeden Fall heute auch noch weitersprechen, auf jeden Fall auch in der Diskussion und auch in unserem Gespräch. Wir wollen aber jetzt erst einmal übergehen zum ersten Impulsvortrag des heutigen Tages von Dr. Stefan Dreyer. Er ist Senior Researcher für Medienrecht und Media Governance am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Bredow-Institut. Und einer seiner Tätigkeitsschwerpunkte ist die interdisziplinäre Begleitung und Erforschung der rechtlichen Rahmenbedingungen des Aufwachsens von Kindern in digitalen Medienumgebungen. Und als Experte in den Schnittbereichen von Kinder- und Jugendmedienschutz, technischen und KI-basierten Ansätzen für Sicherheit, Befähigung und Teilhabe sowie Aspekten des Kinderdatenschutzes ist er unterwegs und untersucht medienregulatorische und kinderrechtliche Fragestellungen im Angesicht neuer Technologien, Angebotsstrukturen und Nutzungspraktiken. Außerdem ist Stefan Dreyer juristischer Sprecher des Beschwerdeausschusses und der Gutachterkommission der FSM, Kuratoriumsvorsitzender der FSF und Beiratsmitglied auch bei ClickSafe und prüft zudem als Jugendschutzsachverständiger bei der USK und ist Vorsitzender des USK-Appellationsausschusses. Er wird jetzt darüber sprechen, welche rechtlichen Entwicklungen und Hintergründe von Vorgaben altersangemessener Gestaltung wichtig wären und stellt die Frage, ist eigentlich Age-Appropriate Design ein regulatorisches Wundermittel? Herzlichen Dank und herzlich willkommen von mir und vielen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt Jurist und die haben ja eigentlich immer das letzte Wort gerne. Deswegen habe ich mich gefreut, mal den Anfang machen zu dürfen. Hat sich aber herausgestellt, dass das eine ganz ordentliche Herausforderung ist, denn ich soll jetzt nicht nur den Überblick geben, um was es hier eigentlich geht heute, sondern auch ein bisschen, wie das Recht zu Age Appropriateness gekommen ist und an welchen Stellen das hilft und an welchen Stellen das möglicherweise noch nicht weit genug gedacht ist. Deswegen habe ich mir jetzt viel zu viel vorgenommen. Als Wissenschaftler fange ich erstmal an mit einer Definition. Also, altersgerechtes Design oder Age-Appropriate Design oder altersangemessene Gestaltung bezieht sich auf die Gestaltung von Online-Diensten, Apps, Websites, digitalen Produkten, die speziell auf die Bedürfnisse, Fähigkeiten und das Verständnis von Kindern in verschiedenen Altersgruppen abgestimmt sind.
Ziel ist es also, sicherzustellen, dass digitale Umgebungen für Kinder sicher, unterstützend und leicht verständlich sind, während gleichzeitig ihre Privatsphäre, Rechte und emotionale Entwicklung geschützt werden. Das klingt erstmal toll. Und es wird auch so tatsächlich jetzt in Age-Appropriate Design Codes, über die ich gleich noch was sage, so definiert. Das Problem dabei ist, kommen wir später dazu. Vielleicht erstmal, woher kommt das eigentlich her? Altersangemessenheit. Das kommt überhaupt nicht aus dem Recht. Deswegen versuche ich jetzt hier ein bisschen Interdisziplinarität aufzubauen. Klassischer Schwerpunkt von altersangemessenen Ansätzen ist die Altersforschung. Es geht also um die Älteren in unserer Gesellschaft und gerade nicht um die Jüngeren. Es geht um Kognitionspsychologie zum Beispiel, also wie können wir physische Räume, Möbel zum Beispiel so gestalten, dass dort auch ältere Menschen gut sitzen können, sich aufhalten können, Endgeräte benutzen können. Es geht darum, wie sprechen wir unterschiedliche Altersgruppen eigentlich an, zum Beispiel in der Werbung. Das ist auch ein großer Forschungsgegenstand der Altersangemessenheit. Wie erreiche ich meine Zielgruppen altersgerecht? Erste Anwendungsbeispiele für so Altersangemessenheit in Bezug auf Kinder kamen dann in der Spielplatzsicherheit auf. Da hat man gemerkt, Zweijährige können irgendwie noch nicht diese 3,50 Meter hohen Rutschen rauf und runter klettern. Das hat Risiken. Oder diese schönen Wackelbrücken zum Beispiel oder so. Also man hat gemerkt, wir brauchen eigentlich unterschiedliche Spielplatzkonzepte für unterschiedliche Altersgruppen. Später hat sich das fortgesetzt in der Schulernährungsforschung. Auch da wieder, in der Kita brauche ich andere Ernährungspläne als zum Beispiel später in der Oberstufe. Auch da wieder Altersangemessenheit erstmal als vollkommen unjuristische Idee. Dann kam dazu sozusagen die Entdeckung dieser relativen Altersspezifika, dass ich also bei Kindern in unterschiedlichen Altersstufen unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche auch sozioemotionale Möglichkeiten habe. Und da gibt es dann jede Menge Stufentheorien oder Stufenkonzepte, was man mit welchem Alter dann schon kann oder noch nicht kann und welche entwicklungspsychologischen Schritte da passieren. Das kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht in der vollen Breite erklären, das ist sehr, sehr viel und ich bin auch kein Experte dafür. Wichtig ist, dass das gar nicht so weit weg ist von dem von der Altersangemessenheit in der Altersforschung, denn Kindheit ist am Ende ja auch nur ein Teilaspekt von Altern, bloß am anderen Ende sozusagen des Lebens. Deswegen fand ich das nochmal ganz schön. Eigentlich hat sich gar nicht viel geändert an dem großen Konzept, nur die Entwicklungsstufen sozusagen im Leben haben sich geändert. Und irgendwann kam natürlich auch das Recht auf die Idee, vielleicht haben wir bei Kindern etwas vorliegen, wo wir rechtlich besonders rahmen müssen. Und daher kam diese Idee für Kindheit als eine besondere Entwicklungsphase. Da passiert etwas, die sind irgendwie noch nicht fertig. Wir brauchen dort eine besondere Schutzbedürftigkeit für diese Altersgruppen. Man wollte also keine kleinen Erwachsenen haben, die die gleichen Rechte und Pflichten haben, sondern die zusätzlich auch noch besondere Schutzräume bekommen. Das spiegelt sich in ganz, ganz vielen Rechtsbereichen mittlerweile wieder. Die sind teilweise über 100 Jahre alt. Also das ist jetzt auch nicht neu, das Recht sozusagen altersangemessen reagiert. Wir kennen das aus dem Zivilrecht mit der Geschäftsunfähigkeit, beschränkten Geschäftsunfähigkeit, im Verbraucherschutzrecht, im Wettbewerbsrecht, im Arbeitsschutzrecht, also insbesondere Kinderarbeitsschutzrecht, im Sozialrecht und schließlich auch im Datenschutzrecht und im Kinder- und Jugendmedienschutzrecht. Sonst wären wir heute nicht hier. Und da passiert jetzt Folgendes. Seit 2012 hat Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention vorbehaltlos unterzeichnet und ratifiziert. Das heißt also, wir können seit dem Jahr auch erleben, dass die Kinderrechte zunehmend Einfluss gewinnen in diese rechtlich umhegten Schutzräume von Kindern und Jugendlichen. Und das sieht folgendermaßen aus. Wenn wir jetzt also gucken, wo finden wir eigentlich Ansätze im Recht für Altersangemessenheit im digitalen Kinderschutz, dann sind das in Deutschland vor allen Dingen die Vorschriften 4, 5, 5a in Klammern und 6 im Jugendmedienschutzstaatsvertrag und im reformierten Jugendschutzgesetz wären es vor allen Dingen die Paragraphen 14, 14a und 24a Jugendschutzgesetz, wo man davon ausgeht, dass je älter Kinder sind, umso mehr können sie sozusagen rezipieren oder interagieren. Komme ich gleich noch zu. Auch auf Europaebene haben wir eine ganze Reihe von Vorschriften, die erstmal von einer
sehr linearen Konzeption von Entwicklungsverläufen ausgeht. Wir haben die audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie, aus denen sich zum Beispiel die Paragraphen in dem nationalen Recht dann speisen. Wir haben mit der DSGVO eine große Datenschutz-Rahmengesetzgebung, die ebenfalls auf besondere Bedürfnisse von Kindern Rücksicht nimmt. Und jetzt, ab spätestens dem 17. Februar 2024, gilt dann auch der Digital Services Act, der DSA. Und auch der sieht an 4 oder 5 Punkten spezifische kinderrechtliche oder kinderbezogene Pflichten und Aufgaben vor. Beispiele aus der restlichen Welt, und da wird es dann interessant, sind die sogenannten Age-Appropriate Design Codes. Die tauchen zurzeit, muss man sagen, überall auf, vor allen Dingen im globalen Norden, aber dort dann umso mehr. Wir haben seit 2018 den Age Appropriate Design Code in Großbritannien, der heißt jetzt Children's Code, und das ist im Prinzip ein Leitfaden. Ich finde den Begriff des Code an der Stelle sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Das ist ein Leitfaden mit 15 Grundsätzen oder Prinzipien, wie altersgerechte Gestaltung aussieht, bei Online-Diensten. In Kalifornien, jetzt gerade vor 6 Wochen ungefähr, wurde der California Age Appropriate Design Code Act erlassen, und absehbar 5 weitere Bundesstaaten in den USA bereiten entsprechende Gesetzgebung vor. Also da auf einmal passiert da ganz viel. In Australien gibt es schon länger den Online Safety Act, zu dem gehört so eine Art Verordnung, der heißt Basic Online Safety Expectations oder aktuell ist da ja jedenfalls der Vorschlag für einen Children's Online Privacy Code, der ebenfalls in diese Richtung geht. Also es taucht überall auf, und die Frage ist, wie sind wir da hingekommen? Und das mache ich jetzt ganz schnell sozusagen. Klassischerweise gehen wir von den linearen Entwicklungsverläufen aus, und das Recht hat es sich sehr einfach gemacht und hat dann gesagt, ja, je älter, desto belastendere Inhalte kann man schon vertragen, oder je höher die Altersfreigabe, also je belastender sozusagen der Inhalt, umso höher müssen dann die notwendigen zu überwindenden Schutzmaßnahmen oder Hindernisse sein. Je älter steckt da auch drin, umso selbstbestimmter kann ich aber auch Medien konsumieren, also umso breiter wird dann meine Auswahl. Und das wird zunehmend abgelöst oder erweitert durch Konzepte von Vorsorgemaßnahmen. Wir haben das eben schon gehört, je interaktiver, je unbeaufsichtigter ich mich in solche Medienumgebungen begebe, vielleicht auch autonomer, weil ich eben an einem Endgerät sitze, wo die Eltern nicht immer mir über die Schulter gucken können, umso mehr gerate ich auch in Situationen, die erstmal mit klassischen Inhalte, Spezifikationen, Alterskennzeichen oder so gar nichts zu tun haben, sondern ich gerate in Kommunikationssituationen mit Bekannten oder Unbekannten. Und da die vorher nicht absehbar sind, wie die sich entwickeln und was darin passiert, brauche ich also ein regulatorisches Konzept, darauf zu reagieren. Das schaffe ich nicht mehr mit Alterskennzeichen. Und deswegen kommen eben diese Vorsorgemaßnahmen und auch Sorgfaltspflichten jetzt im DSA ins Spiel, die vor allen Dingen präventive Maßnahmen fordern. Also ich baue sozusagen auf Infrastrukturebene Vorsorge dafür auf, damit es entweder gar nicht zu diesen Situationen kommt oder wenn es doch zu diesen Situationen kommt, dass ich schnell eine Form von Begleitung oder Unterstützung finde. Und die sprechen von zum Beispiel der DSA jetzt von einem hohen Maß an Privatheit, Sicherheit und Schutz, das der Anbieter zu gewährleisten hat. Und da steckt natürlich die Frage dann drin, wenn ich sage, ich brauche ein hohes Maß an Privatheit, Sicherheit und Schutz, welches ist denn der Maßstab, wenn ich sage hohes Maß? Das muss altersabhängig sein, anders ist das nicht zu verstehen. Ich brauche also ein anderes Maß für einen 6-jährigen Nutzer als für eine 10-jährige Nutzerin. Oder einen 15-jährigen Nutzer oder eine 17-jährige Nutzerin. Dieses hohe Maß verändert sich, es ist altersrelativ. Und deswegen tauchen jetzt diese Age-Appropriate Design Codes auch im Recht auf, und zwar genau an diesen Stellen. Die Anreizsysteme dafür sind relativ klassisch, noch würde ich sagen, ob das das Optimum ist, können wir später vielleicht diskutieren. Jemand muss, also der Anbieter muss diese ganzen präventiven Maßnahmen vorsehen, und wenn dann ein hohes Maß als Ergebnis die Folge ist, dann ist er compliant. Aber das merkt man jetzt schon, ist so unbestimmt und vage, weil es jeweils vom Dienst abhängt, jeweils von dem Regulierer, der sich das anguckt, vielleicht aber auch von dem Zeitverlauf sozusagen, in dem das stattfindet.
Also komme ich nachher nochmal als kritischer Punkt drauf zurück. Das jedenfalls ist der Status quo und die Frage ist, warum ist das der Status quo? Warum tauchen diese Age-Appropriate Design Codes überall auf zurzeit? Warum machen wir diese Veranstaltung heute zu dem Thema? Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, sich das in den Kopf zu rufen, warum wir das so spannend finden. Es geht darum, dass wir mit Altersangemessenheit in sehr, sehr guter Weise die Kinderrechte berücksichtigen können bei der Gestaltung von solchen Online-Angeboten. Also wenn ich Kinderrechte implementieren möchte online, dann ist altersangemessene Gestaltung jedenfalls ein wichtiger erster Schritt, würde ich sagen, um auf diese unterschiedlichen Entwicklungsstufen Rücksicht zu nehmen. Also das, was wir derzeit nur sehr, sehr begrenzt machen können. Und dieses Kindeswohlprinzip, also diese Altersangemessenheit, kann zum einen diese Entwicklungsverläufe, von denen ich eben gesprochen habe, berücksichtigen. Und diese Entwicklungsverläufe, die tauchen mehrfach auf in der UN-Kinderrechtskonvention. Und deswegen passt es sozusagen wie ein Puzzle ineinander, wenn ich altersgemessene Gestaltung fordere und auf Kinderrechte verweise, weil sowohl das Kindeswohlprinzip davon ausgeht, dass es unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten in unterschiedlichen Altersstufen gibt. Und das ist dann noch weiter konkretisiert worden in diesem Konzept der sogenannten Evolving Capacities. Also, dass ich mit dem Alter immer mehr kann, führt dazu, dass ich bei den altersangemessenen Ansätzen auch im Bereich Schutz, Befähigung und Teilhabe jeweils unterschiedliche Sachen vorhalten kann. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, dass wir über Age-Appropriate Design auch im Recht derzeit so viel sprechen. Ich habe vorhin von diesen Age-Appropriate Design Codes gesprochen. Es gibt da einige von. Und wenn man die übereinander legt, dann kann man im Prinzip ein paar zentrale Vorgaben daraus mitnehmen, um zu verstehen, was da eigentlich drinsteht. Wir werden nachher noch viel konkreter in den anderen Vorträgen und Einblicken werden, aber für den ersten Überblick soll das hier reichen. Also es gibt erstmal unterschiedliche Adressaten von diesen Design-Codes. Die setzen nämlich teilweise an den Angeboten an, wenn man ein Angebot speziell für Kinder macht zum Beispiel, die sollen umfasst sein. Teilweise werden Angebote umfasst, die theoretisch für Kinder zugänglich sind. Man guckt also gar nicht, was da drauf passiert auf dem Angebot. Es reicht, dass es für Kinder zugänglich ist. Dann sollen die darunter fallen und sich daran halten. Und dann gibt es noch die Angebote, die vielleicht gar nicht für Kinder gemacht sind, aber faktisch von denen genutzt werden, wo man also empirisch messen kann, Kinder nutzen auch so ein Angebot. Dann sollen die teilweise auch unter diese Design-Codes fallen und sich entsprechend an die Vorgaben halten. Das hat Vor- und Nachteile, sage ich gleich noch was zu. Inhaltlich geht es vor allen Dingen immer darum, an unterschiedlichen Stellen Vorgaben zu machen für diese Angebotsgestaltung. Zum einen sind das inhaltliche Anforderungen. Und die sind eher klassischer Art. Also die Kinder sollen nicht mit für ihr Alter unangemessenen Inhalten in Berührung kommen. Also ganz klassische Inhaltsregulierung. Ganz viel aber findet sich vor allen Dingen zum Kinderdatenschutz in diesen Codes. Und das hat den einfachen Grund, dass all diese Design-Codes, die ich Ihnen vorgestellt habe, aus dem Datenschutzrecht kommen. Die kommen nicht aus dem Kinder- oder Jugendmedienschutz, sondern die kommen ganz klassisch aus dem Datenschutz. Und deswegen enthalten sie auch viel mehr datenschutzrechtliche, privatheitsbezogene Aspekte als klassische inhaltsbezogene. Da sind zum Beispiel, das sind jetzt nur welche, die bei mehreren dieser Design-Codes auftauchen, die Pflicht zur Datenschutzfolgeabschätzung. Also immer, wenn ich so ein Angebot mache, was darunter fällt, kann eben unterschiedlich sein, je nach Code, dann muss ich so eine Datenschutzfolgeabschätzung, bevor ich das Angebot anbiete, durchführen und schauen, an welchen Stellen ist sozusagen Privatheit von Minderjährigen spezifisch bedroht oder gefährdet. Und da muss ich dann entsprechende Mitigation-Maßnahmen dann durchführen. Viele haben ein Verbot oder jedenfalls eine starke Beschränkung von Nudging, von Profiling, von Dark Patterns enthalten. Kleine Anekdote, der Artikel 28 im DSA sieht das auch vor. Allerdings hat man da vergessen, das Profiling zu verbieten. Man hat nur gesagt, auf Profiling basierte Werbung darf Kindern nicht angezeigt werden. Das heißt also, das Profiling geht weiter, aber die Werbung darf dann nicht getargetet sein, sozusagen. Schade, schade, Pech gehabt, aber vielleicht im nächsten Anlauf dann. Parental Controls tauchen teilweise auf, sind aber kein wichtiger Aspekt.
finde ich aber wichtig zu erwähnen, weil es der eine Punkt ist, wo Eltern auf einmal auch mitgedacht werden in diese Age-Appropriate Design Codes, wo man ja denken könnte, wenn es altersgerecht gestaltet ist, dann sind die Kinder die wichtigen Subjekte sozusagen und nicht deren Eltern. Aber die tauchen auf. Wenn aber die Eltern Rechte bekommen in diesen Codes oder Pflichten für die Anbieter, dass die Parental Controls einführen müssen, dann geht es ganz oft darum, dass immer wenn die ihre Parental Control-Rechte ausüben, dass das Kind das dann angezeigt bekommt. Also wenn zum Beispiel ein Tracking erfolgt oder eine Überwachung sozusagen durch die Eltern oder eine Überprüfung, dass das Kind dann den Hinweis bekommt, deine Eltern haben mal wieder geguckt, wo du bist oder was du gemacht hast oder dergleichen. Ansonsten, die technischen Funktionen sind eher selbsterläuternd, also je älter, desto mehr technische Funktionen werden aufgeschaltet und desto mehr technische Schutzmaßnahmen werden zurückgefahren sozusagen. Und wichtig aus meiner Sicht auch die Mitarbeiterschulung und Evaluation. Also das soll ein lebender Prozess sein, es soll nicht einmal gemacht werden und abgeschlossen sein, sondern ständig soll daran gearbeitet werden. Das klingt erstmal gut sozusagen, aber es ist unglaublich anstrengend und deswegen geben Sie mir 2 Minuten, um kurz zu zeigen, warum das anstrengende Konzepte sind. Zunächst mal geht es darum, dass Altersangemessenheit ein mehrdimensionales Konzept ist. Das heißt also, ich gehe von einem Alter als Proxy aus für unterschiedliche Entwicklungsstufen und Fähigkeiten und baue danach sozusagen mein Angebot. Es geht darum, wer ist eigentlich der Regulierte, was ist das Angebot, was reguliert ist bei der altersangemessenen Gestaltung von Angeboten. Geht es um das Gesamtangebot, geht es um ein Teilangebot, also zum Beispiel im Kinderbereich auf einer Seite, oder geht es um Einzelinhalte, einzelne Videos, die ich mir auf einer Videosharing-Plattform angucke. Und zuletzt geht es um den Umfang der altersangemessenen Gestaltung. Ich habe eben schon gesagt, es gibt inhaltebezogene Aspekte, es gibt kommunikationsbezogene Aspekte und es gibt interaktionsbezogene Aspekte. Das heißt also, wenn wir über Gestaltung sprechen, dann ist das viel, viel mehr als das Design, was wir sonst meinen, sondern der Englischsprachige würde tatsächlich von Gestalt als englisches Wort sprechen, also als ein sozialwissenschaftliches Konzept, wo es um den gesamten Dienst geht. Und zwar nicht nur das, was wir sehen, sondern auch die technischen Funktionen, die dahinter liegen, die Verfahren, die im Unternehmen sozusagen etabliert werden, zur Durchführung zum Beispiel von Meldungen oder von Beschwerden. Es geht aber auch um die Kooperation mit externen, alten und neuen Kooperationspartnern. Und es geht ganz viel um Transparenz und Dokumentation und Begleitung textlicher, visueller Art von den Funktionen und den Möglichkeiten, die ich da einbaue. Und das ist anstrengend. Dazu kommt noch, und das wird nicht allen gefallen, dass wenn das Kindeswohlinteresse ein Grundsatz ist bei der altersgemessenen Gestaltung, dass wir dann von Paradigmenwechsel sprechen, was Systemlogiken der Gestaltung von diesen Angeboten angeht. Ich richte mich dann nicht mehr nach der Gewinnmaximierung. Ich richte mich dann nicht mehr nach der möglichst bequemen und offenen Möglichkeiten der Kommunikation auf diesen Plattformen, sondern ich richte mich danach, was für ein bestimmtes Alter angemessen ist. Und das heißt, ich habe das jetzt mal so ein bisschen kampfbegriffsartig hier mitgenommen, das Kind geht vor dem Kapital. Und das ist schwierig, sage ich mal, auf einer Vorstandsebene überhaupt in die Köpfe zu bringen, dann in einem Unternehmen bis ganz nach unten als Guideline und Prinzip durchzusetzen und vor allen Dingen auch den Shareholdern zu verkaufen. Also da wird es dann brenzlig sozusagen. Und deswegen ist dieses Konzept extrem gefährlich sozusagen, wenn es darum geht, es Praxis werden zu lassen. Mir wird hier angezeigt, ich habe noch 1 Minute. Deswegen habe ich jetzt die unheilvolle Aufgabe, über Folien zu skippen. Das mache ich jetzt auch mal. Wir kommen gleich noch zu Möglichkeiten und Beispielen, wie das aussieht auf diesen unterschiedlichen Altersgruppen. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Form von Altersangemessenheit impliziert, dass wir wissen, wie alt die Nutzenden sind. Und damit berühren wir das große Problem der Altersfeststellung und Altersüberprüfung im Netz. Und das ist alles andere als trivial, wird aber irgendwie vorausgesetzt bei all diesen Konzepten. Ganz großes Problem. Es gibt viele weitere Aspekte. Ein, der mir wichtig ist heute, ist darüber nachzudenken, dass wenn wir diesen
angeboten, viel mehr Möglichkeiten in der Befähigung und viel mehr Möglichkeiten in der Begleitung und Information von Risiken und von kreativer Nutzung dieser Plattform geben, dass wir damit auch eine Machtverschiebung haben von der Medienpädagogik weg hin zu diesem Plattformanbieter. Deswegen mein Plädoyer, dass dort neue Kooperationsformen entstehen, die Medienpädagogik eben ganz dicht und eng einbinden. Also mein Fazit wäre jetzt, Age-Appropriate Design ist eine Zwischenstufe, die ein guter Schritt in die erste richtige Richtung ist. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir müssen weiterdenken. Und das hat viel damit zu tun, dass Age-Appropriate Design normalisiert. Bestimmte Altersstufen sollen bestimmte Fähigkeiten und Interessen haben. Und das ist einfach nicht so. Wir haben eine große Varianz bei Kindern in den Entwicklungsstufen. Und Age-Appropriate Design ist eine Annäherung sozusagen daran. Aber eigentlich müssen wir weiterdenken in Richtung von einem Needs-Appropriate Design, wo wir auf das einzelne Kind gucken. Und das ist natürlich noch 100-mal komplexer als das, was ich jetzt hier heute mitgebracht habe. Und da freue ich mich, wenn wir später noch Zeit haben, um ein bisschen da reinzugucken. Vielen Dank. Vielen Dank, Stefan Dreyer. Und wir wollen jetzt genau an diesen Vortrag auch noch einmal anknüpfen. Und zwar, was Safety by Design und Supportive Design ausmachen können. Darüber wird jetzt Dr. Nils Brüggen sprechen. Er leitet die Abteilung Forschung des JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Und seine Forschungsschwerpunkte sind die Aneignung digitaler Medien durch junge Menschen, die Mediatisierung von Jugendarbeit und Konzepte der Bildungsarbeit zu digitalen Medien und Systemen. Und dabei befasst er sich seit mehreren Jahren auch eben mit den Fragestellungen des Kinder- und Jugendmedienschutzes, und er ist unter anderem auch Co-Autor des FSM Jugendmedienschutzindex und des Gefährdungsatlas der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Und damit viel Spaß. Vielen Dank für die Einleitung. Ich starte auch gleich mit einem Bezug zu den einleitenden Worten von Martin Drechsler. Er hat ja auf den Jugendmedienschutzindex Bezug genommen, hat da schon einige Punkte vorgestellt, die unser Thema heute motivieren. Ich würde einen weiteren Punkt aufgreifen, nämlich Eltern sehen sich nach wie vor in der Verantwortung, ihren Kindern eine sichere und positive Online-Erfahrung zu ermöglichen. Wir alle wissen aber, dass das im Altersverlauf nicht so verlaufen kann, dauerhaft, wie es hier in dem Bild dargestellt ist, sondern dass natürlich da über das Alters, über die Altersentwicklung größere Eigenständigkeiten den Kindern zugestanden werden müssen und es auch gar nicht anders möglich ist, auch von dem, was wir gerade schon gehört haben. Also sehen wir hier, dass die Verantwortungsgemeinschaft gefordert ist, gefragt ist. Wir haben gerade schon von Stefan Dreyer die Perspektive auf die Regulierung gehört. Und ich möchte nun in meinem Vortrag ein bisschen eingehen auf die Konzepte Safety by Design und Privacy by Design, da einen Fokus drauf zu setzen, ein bisschen versuchen, diese Konzepte vorzustellen oder kurz zu skizzieren und dabei eben vor allem auf Guidelines eingehen, die hier Orientierung bieten können. Ich glaube, wir haben gerade schon auch was einiges zu Guidelines gehört. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, solche Guidelines zu haben, denn diese können solche Konzepte konkretisieren und vereinheitlichen, und so eine Vereinheitlichung ist insbesondere für die, die davon betroffen sind, am Ende hilfreich, nämlich die Kinder und Jugendlichen, die dann wissen, was sie tun können, und auch pädagogische Fachkräfte, du hattest die Bedeutung schon betont, die wir mitdenken müssen, die eben die entsprechenden Kompetenzen auch weitergeben und vermitteln sollen. Es ist kein Geheimnis, dass meine Vision ist, dass es neben den Labels für die Risiken auch Labels für Schutzmaßnahmen gibt. Und auch hier könnten solche Guidelines Hilfestellungen bieten. Idealerweise würden nämlich solche Funktionen nicht nur gleich heißen, sondern auch eine ähnliche oder analoge Funktions- und Navigationslogik in unterschiedlichen Angeboten bereitstellen. Und gerne nutze ich die Gelegenheit, auch etwas zum Konzept des Supportive Design zu erzählen. Denn als wir am Gefährdungsatlas gearbeitet haben, schien uns der kinderrechtliche Ansatz, eben diese Verbindung von Schutz, Teilhabe und Befähigung zusammenzudenken, mit den Konzepten Safety by Design nicht so richtig vollumfänglich umgesetzt. Die Gründe dafür würde ich später ausführen, aber das ist der Grund, weshalb wir uns dann für den Begriff Supportive Design entschieden haben, und ich möchte die Gelegenheit hier nutzen, den noch ein bisschen auszuführen und Ansatzpunkte aufzuzeigen, wie mit diesem Konzept weitergedacht werden kann. Fangen wir also an mit den Konzepten
Safety by Design und Privacy by Design. Ich habe eine etwas knappere Definition mitgebracht, aber letztendlich sind es Gestaltungsansätze, die, nach denen Gestaltungsentscheidungen so getroffen werden sollen, dass natürlich einerseits Angebote möglichst einfach nutzbar sind, aber dabei eben Risiken und die Eintrittswahrscheinlichkeit von Gefährdungen reduziert werden sollen. Üblicherweise sind das eben Einschränkungen von Funktionalitäten, Einschränkungen des Datenzugriffs oder auch des Content-Pools, der bereitgestellt werden kann. Häufig sind es auch Einschränkungen der Interaktion oder Interaktionsmöglichkeiten mit anderen Nutzenden. Den Punkt, dass das Gestaltungskonzepte sind, die über die Benutzeroberfläche hinausgehen, hat Stefan Dreyer gerade schon mit der Mehrdimensionalität deutlich gemacht. Da würde ich gar nicht so weiter drauf eingehen, aber interessant finde ich noch, dass es eben diese unterschiedlichen Ebenen gibt. Es gibt einerseits allgemeine Prinzipien, die hier formuliert werden könnten. Es gibt Guidelines, die das dann schon in handlungspraktischere Aspekte umsetzen und konkretisieren. Oder es gibt darunterliegend sozusagen konkrete Patterns, die sozusagen eine Funktionslogik vorgeben. Das finde ich super interessant, irgendwann dahin zu kommen, dass wir sowas dann auch labeln könnten. Könnten wir vielleicht auch nachher drüber diskutieren. Dennoch würde ich heute erstmal auf der Ebene der Prinzipien und Guidelines bleiben bei meinem Impuls. Auf den Children's Code hatte Stefan Dreyer gerade auch schon verwiesen. Ich habe den auch als ein Beispiel an entsprechenden Guidelines mitgebracht, die eben schon in der Praxis sind. In der Kommentierung der Umsetzung heißt es dort, dass die Umsetzung eben might involve restricting or removing certain features to children if they are under 18. Also mit Blick auch nochmal auf den Fokus, den wir gerade gehört haben, hier geht es in Altersangemessenheit so, dass alle Kinder unter 18 gleich behandelt werden und eben die entsprechenden Restriktionen in den Angeboten erfahren. Und wenn wir ein paar davon rausblicken, hier ist eben eine Aufbereitung der Five Rights Foundation dargestellt. Ich kann gar nicht auf alle Prinzipien eingehen. Ich finde eins aber sehr interessant. Es gibt also Beschränkungen zur Verwendung von Geodaten, die eben verhindern sollen, dass Kinder, wie gesagt, unter 18-Jährigen von fremden Personen in der Nähe angesprochen werden. Es gibt natürlich eine Reihe von Gefährdungen, die dadurch durchaus reduziert werden oder vermindert werden oder erschwert werden, dass sie eintreten. Aber es sind natürlich auch Beschränkungen damit verboten und das möchte ich mit Blick auf einen Handlungsansatz der Jugendhilfe in einem Angebot in Deutschland kurz verdeutlichen. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das, die App Jodel bekannt ist. Das ist eine App, die tatsächlich bei Jugendlichen auch sehr beliebt ist und die basiert darauf, dass Inhalte darauf ausgewählt werden oder Interaktionsmöglichkeiten geschaffen werden für Menschen in der Umgebung. Also sie basiert wesentlich auf Geodaten. Und nun gibt es in der Jugendhilfe gerade Bestrebungen, eben Menschen auch oder Jugendliche auch auf digitalen Diensten mit Streetwork-Angeboten zu adressieren. Und die nutzen eben gerade solche Angebote wie Jodel, um auch verfügbar zu sein für junge Menschen in ihrem Umfeld. Und da wird deutlich, dass unter dem Gesichtspunkt, wenn hier der Children's Code umgesetzt ist, dass solche Ansätze eben verunmöglicht würden, also wir sozusagen auch auf der Angebots- oder Hilfestrukturebene Hürden empfinden würden oder erkennen würden. Also wir sind hier immer in Dilemma-Situationen, das ist, glaube ich, nicht ganz neu, aber ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen. Ein weiteres Set von Guidelines, das man auch unter Safety by Design fassen könnte, ist der Design Guide Principle oder die Design Guide Principles for Designing for Children's Right. Wir werden da nachher noch mehr dazu hören. Ich möchte nur ganz kurz auf das Prinzip 7 eingehen, wo es eben auch darum geht, dass Kinder, oder Keep Children Safe and Protected ist hier das Prinzip. Darunter gibt es mehrere, ich fürchte, dass man es wahrscheinlich jetzt nicht so gut lesen kann, mehrere Aspekte, die eben dann im Sinne der Guidelines das unterfüttern. Also da heißt es zum Beispiel, make sure your products and services are safe to use. Also da ist auf jeden Fall so ein Sicherheitsgedanke eingefügt. Das impliziert wohl, dass Optionen, Funktionen oder Features eben abgeschaltet werden könnten, je nachdem, wie alt das Kind ist. Und
Wichtig ist auch noch, dass man eben do not expose to illegal content oder do not expose children to illegal content. Hier hätte ich mir harmful content gewünscht, aber auch hier natürlich so ein Prinzip, dass eben die Inhaltsauswahl so getroffen wird, dass bestimmte Dinge ausgeschlossen werden. Ich finde, da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Interessant ist aber auch, sind einige andere Aspekte, die hier beschrieben werden. Zum Beispiel explain why something might be unsafe and inform the child on how to stay safe or help children to improve their digital literacy. Das sind Aspekte, die aus meiner Sicht über dieses Safety by Design hinausgehen, auf die ich also später nochmal eingehen möchte. Wenn ich zu einer Kurzcharakterisierung von Safety by Design komme, dann scheinen mir in diesen Ansätzen vorrangig, dass sie von den Risiken her gedacht werden. Also man könnte jetzt hier in dem Bild denken, das, was hinter dem Zaun ist, die Risiken bestimmen, wie groß der Handlungsspielraum ist zum Basketballüben. Und mitunter kann das dazu führen, dass der Korb hinter dem Zaun steht, wenn wir die Perspektive von Kindern übernehmen oder aufgreifen. Ist ein bisschen schwierig, aber ich versuche es mal deutlich zu machen an dem Angebot YouTube Kids, ohne dass ich das schlecht machen will. Aber wir wissen, dass YouTube Kids für eine Gruppe von Kindern auf jeden Fall einen attraktiven und guten, sicheren Raum im Internet bietet, der aber relativ eng abgesteckt ist. Nach aktuellen Daten wissen wir, dass den Daten von 2020 von der KIM wissen wir, dass bei 38% der befragten Kinder hier schon YouTube das Lieblingsangebot ist und nur 5% YouTube Kids nutzen. Also gibt es scheinbar Attraktoren in dem großen Angebot, das die Kinder schon auf YouTube hinzieht und YouTube Kids hinter sich lässt. Und da finde ich interessant, nochmal drüber nachzudenken, was dazwischen gestaltet werden kann für eben die Altersgruppe, die da dazwischen liegt. Denn wir wissen, auch das ist nicht neu, dass Teilhabeinteressen und Risikolagen in einem Spannungsfeld stehen. Auch im Projekt ACT-ON wird das immer wieder deutlich, wo wir mit einer Förderung von BMSFJ qualitativ mit Kindern über von ihnen genutzte Online-Angebote sprechen. Und hier wird eben deutlich, dass teilweise Jugendliche Handlungsstrategien entwickeln, um die Angebote sozusagen für sich attraktiver zu machen, zum Beispiel das Alter höher ansetzen, in dem Fall mit dem Ziel, nicht so Kinderwerbung angezeigt zu bekommen. Das hat natürlich aber dann in der Konsequenz, wenn wir über solche altersbezogenen Konzepte sprechen, wieder die Folge, dass die unwirksam werden bzw. unter Umständen Risikolagen befördert werden. Wichtig ist aus unserer Sicht also, die Perspektive von Kindern und Jugendlichen noch stärker mit einzubeziehen. Und die Idee, ich habe es auch mal versucht, mit so einem Bild umzusetzen, wäre eben Supportive Design hier stark zu machen. Um im Bild des Basketballs zu bleiben, es wäre eben ein Basketballspielfeld, bei dem es einen Korb gibt, bei dem es die Möglichkeit gibt, Körbe zu werfen, aber die Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass das doch in einer einigermaßen sicheren Umgebung gibt und dass es da hinten auch einen Trainer gibt, der das unterstützt und dabei Hilfestellungen bietet, das tatsächlich in einer sicheren Form umzusetzen. Zwei Ansatzpunkte gibt es für solche Überlegungen, wie Supportive Design aussehen könnte. Einerseits hatte ich das schon angesprochen, dass wir das ja versucht haben oder skizziert haben im Rahmen der Arbeiten am Gefährdungsatlas der BZKJ. Und zum anderen, ganz interessant, dass zeitgleich eine britische Forscherin, die sich mit Design auseinandersetzt, publiziert hat zum Wellbeing Supportive Design. Und mit der Kollegin, also mit Dorian Peters, würde ich gerne einsteigen mit ihren Überlegungen, weil die sehr gut eigentlich zusammenfassen und zusammenführen oder zusammenführbar sind mit dem, was wir angesetzt haben. Also die Idee ist hier, Gestaltungsanregungen zu bieten, die über den Minimalanspruch Do No Harm hinausgehen, sondern vielmehr DesignerInnen eine Grundlage zu bieten, um Produkte zu gestalten, die dem Wohlbefinden zuträglich sind.
Wohlbefinden ist hier eine sehr schlechte Übersetzung von Wellbeing. Ich bin sehr offen für eine bessere Empfehlung. Also vielleicht finden wir da in der Pause eine bessere. Aber ich glaube, wir wissen, worum es geht. Interessant finde ich hier auch die Grundlage, auf der diese Konzepte oder dieses Konzept hier skizziert ist. Es sind also nicht die Risiken, von denen sie ausgeht, sondern die Entwicklung von Menschen auf Grundlage hier der Selbstbestimmungstheorie der Motivation von DC und Ryan. Das ist tatsächlich was, was in der Pädagogik für uns ein ganz allgemeines Handlungsfeld ist. Es geht um drei Aspekte, die hier im Vordergrund stehen, also Autonomie, Selbstwirksamkeitserfahrungen, die ermöglicht werden, Kompetenz, also die Frage, was kann man schon und was sind die nächsten Entwicklungsstufen, die erreicht werden können, und soziale Eingebundenheit als ein zentraler Aspekt der Motivation. Die Kollegin verweist darauf, also Dorian Peters verweist darauf, dass dieses Konzept, also dieses, die Selbstbestimmungstheorie nach DC Ryan durchaus schon auch in so Produktentwicklung oder Softwareentwicklung umgesetzt wird, gerade im Game-Bereich. Und sie weitet das eben aus auf User Interfaces und integriert dabei durchaus Erfahrungen oder Konzepte, die es auch in anderen Bereichen oder die schon tradiert sind. Bei ihr werden daraus, dann wird so eine Liste aus 15 Heuristiken, die man anwenden kann, die sich nach den drei Prinzipien Autonomie, Kompetenz und Relations oder Relatedness strukturieren. Ich fürchte, auch hier wird man das von hinten nicht sehen können. Ich kann die auch nicht alle 15 vorstellen, aber ich sehe ebenso an verschiedenen Stellen Anknüpfungspunkte, die ich kurz hervorheben möchte. Unter dem Punkt 1, was dann eben die Autonomie wäre, greift sie zum Beispiel auf, dass man ein Meaningful Rational anbieten muss oder auch mit einem Meaningful Rational kommunizieren oder gestalten muss. Die Idee dahinter, wie ich es dann eben in Supportive Design aus Sicht eines oder im Kontext des Kinder- und Jugendmedienschutzes übersetzen würde, wäre, dass es auch sinnvolle Begründungen geben muss, wo Safety-Konzepte oder Safety-by-Design-Konzepte eingeführt werden, also wo es sinnvoll ist, bestimmte Funktionen abzuschalten, und dass das aber auch eben argumentiert wird. Das Ganze würde sich dann aber ausrichten an dem Punkt 10, das wäre dann eben unter dem Principle 2, Support Competence, an den Optimal Challenges, die für das Alter relevant sind. Da geht es also dann darum, Optimal Challenges kann man sich aus dem Game Design sehr, sehr gut vorstellen, aber natürlich auch im Jugendmedienschutz können wir uns darüber Gedanken machen oder eine Grundlage schaffen, in welchen Altersstufen, mit welchen Herausforderungen eben auch bestimmte Unterstützungsangebote eingerechnet Kinder und Jugendliche eben dann umgehen können, das, was dann als Leitlinie für die Gestaltung dienen könnte. Und nicht zuletzt kommen wir mit Punkt 15 nochmal dazu, da geht es also im Prinzip 3 um Relatedness, dass wir nicht nur immer die Einzeluser denken in Bezug auf die Gestaltung und die Risiken, sondern dass wir mitdenken, welche Unterstützung es aus dem Umfeld oder von anderen geben kann. Und mit diesem Punkt, oder mit diesen 3 Punkten möchte ich nur ganz kurz skizzieren, man könnte das noch zu den 15 Punkten eben jeweils ausdifferenzieren, wo so Anregungen eben für ein Konzept liegen könnte, dass wir Supportive Design dann aus oder Guidelines halt nennen würden, was die zum Supportive Design beitragen. Mein nächster Schritt wäre eben nochmal kurz auf die Design Principles, die wir vorhin gesehen haben von Designing for Children's Rights, nochmal einzugehen und aufzugreifen. Das, was ich vorhin gesagt habe, da möchte ich später nochmal zurückgehen, weil ich sehe nämlich in diesen Design Principles durchaus schon solche Ansätze umgesetzt. Wenn wir also, ich hatte das vorhin schon genannt, zum Beispiel solche Principles hören wie Help children to improve their digital literacy, was also auf Kompetenz gerichtet wäre, oder make unwanted and inappropriate content easy to report and block, was auf Autonomie einzahlen würde, oder eben auch ganz unten equip caregivers with understanding of healthy behavior. Hier ist also die Idee, dass caregivers, also Eltern oder andere Erziehungspersonen,
Informationen bekommen würden. Und da würde ich sagen, da können wir auch noch ein Stück weiter denken. Und das ist was, was wir im Rahmen des Gefährdungsatlasses mit angesetzt hatten. Ich würde eine Grafik aus dem Gefährdungsatlas hier gerne rausgreifen, bei der es darum geht, wer soll denn eigentlich Unterstützung leisten oder kann Befähigung unterstützen. Da sind oben natürlich die Kinder und Jugendliche, die die Adressatinnen sind, die also befähigt werden sollen. Da sind an erster Stelle die Eltern und Erziehenden, da sind auch pädagogische Institutionen, die hier mit den Pfeilen verbunden sind. Aber wir denken auch auf der Angebotsseite, dass es dort Handlungsoptionen geben soll, die kompetentes Medienhandeln der Kinder und Jugendlichen unterstützen. Das wäre dieses, was wir im Angebot unterstützt oder integriert sehen würden. Auf einer Ebene darunter sollte es aber auch Handlungsoptionen für erzieherisches und pädagogisches Handeln geben. Und das ist das, was Stefan Dreyer auch noch mit diesem Parental Control benannt hat. Ich würde eben aber gerne von der Rhetorik des Parental Control weggehen und das eben auch als eine supportive Funktion, die aber andere Menschen einbringen können, oder konzipieren. Das heißt, dass wir also wie beispielsweise, ich nehme nochmal das Beispiel Jodel, dass wir in der Gestaltung mitdenken, dass zum Beispiel pädagogische Fachkräfte oder solche Strukturen eben dann doch über solche Geodaten Kontakt aufnehmen können oder soweit die Kinder und auch deren Eltern je nach Alter einverstanden sind, dass so eben solche Konzepte integriert werden können und wir letztendlich eben in sowas wie Safety by Design auch Family Link oder Family Safety Konzepte mit reindenken. Dafür brauchen wir etwas. Ich habe gerade auch schon ein Zeichen bekommen, dass ich zum Schluss kommen soll. Deswegen würde ich da nur ganz schnell durchgehen. Aber es schließt eigentlich direkt an das an, was Stefan gerade auch schon angesprochen hat. Also wir brauchen Kenntnis um Tätigkeit und Motive von Kindern und Jugendlichen. Wir brauchen Kenntnis um die damit verbundenen Risiken und Gefährdungen. Wir brauchen Kenntnis, was die Kinder darüber wissen und inwiefern sie diese Risiken verstehen. Wir brauchen Kenntnis über typischerweise erwartbare Medienkompetenzen, gerade bezüglich Handlungsstrategien und Coping. Und wir brauchen Kenntnis über zielführende und akzeptierte Arten der Unterstützung. All das, zu vielen dieser Aspekte gibt es schon Forschungsergebnisse. Wir haben auf einer Folie von Stefan Dreyer auch schon so eine Systematisierung gesehen. Ich glaube, das müssen wir systematisieren und gut zusammenbringen als Grundlage. Und vor allem, wir brauchen solche Forschungsergebnisse öffentlich zugänglich, um diese Konzepte gemeinsam zu entwickeln. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir konstruktiv weiter diskutieren. Herzlichen Dank, Nils Brüggen, auch für diese vielen interessanten Einblicke. Wir können auch wunderbar direkt dort anknüpfen, und zwar bei D4CR und dem Children's Design Guide, den Nils Brüggen schon vorgestellt hat. Denn wir wollen jetzt in das Praxisgespräch einsteigen, altersgerechte Gestaltung praktisch erarbeiten und umsetzen, unter anderem nämlich auch mit Bettina Köbler, Mitbegründerin und Vorstandsmitglied von Designing for Children's Rights, also D4CR. Eine global agierende Non-Profit-Organisation, die eng mit UNICEF und anderen führenden Kinderschutz- und Kinderrechtsorganisationen zusammenarbeitet, um neue Standards in der Gestaltung für Kinder zu setzen. Und im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht der eben schon angesprochene Designing for Children's Rights Guide, der unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht wurde und regelmäßig aktualisiert wird. 10 Prinzipien stehen dort drin, mit praktischen Beispielen, die Designerinnen und andere Fachpersonen verwenden können, um eben sicherzustellen, dass die Rechte von Kindern bei der Entwicklung von digitalen Diensten und Produkten berücksichtigt werden. Erstmal hallo Bettina und sehr schön. Und auch mit dabei Anja Dienhoppel. Sie leitet das Google Safety Engineering Center in München, eine Abteilung für User Experience Forschung, die auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen spezialisiert ist. Und das Ziel der Forschung ist herauszufinden, wie Kinder und Jugendliche Technologie nutzen und welchen Bedarf sie haben, um ihnen dann eben möglichst gut die Sicherheitseinstellungen sowie eben auch neue Technologien näher bringen zu können. Und dazu gehört dann eben auch besonders zu verstehen, wie junge Menschen digitale Geräte auch nutzen, digitale Dienste nutzen, um sicherzustellen, dass die Datenschutzeinstellungen auch eben verstanden werden und entsprechend auch gestaltet und kommuniziert werden. Also auch herzlich willkommen, Anja Dienhoppel. Danke, hallo. Lasst uns mit dir anfangen, liebe Bettina. Wie ist denn D4CR eigentlich entstanden und mit welchem Anspruch bist du, seid ihr angetreten? Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir hier dabei sein dürfen, für die Einladung.
Ja, entstanden, also die erste Idee für diese D4CA ist tatsächlich schon 2017 entstanden. Da hat ein Workshop stattgefunden mit UNICEF Finnland und einer ganzen Reihe an Designern, wo wir uns überlegt haben, wie können ja Design und Technologie eigentlich jetzt nicht nur, und das wurde ja auch gerade schon erwähnt, nicht nur dazu beitragen, ein sicheres Internet für Kinder und Jugendliche zu gewährleisten, sondern auch deren Wohlbefinden fördern, deren Weiterentwicklung fördern. Und sind im Zuge des Workshops drauf gekommen, dass da eigentlich noch ein bisschen Hilfestellung nötig ist für viele Designer, Entwickler oder andere, die im Entwicklungsprozess beteiligt sind. Und genau, also das ist eigentlich die Geburtsstunde von D4CA. Es hat dann noch mal ein Jahr gedauert, bis wir uns getroffen haben und den MVP des Design Guides entwickelt haben. Genau, und das hat ziemlich großen Anklang gefunden. Und dann wurde die Idee geboren, dass wir das ein bisschen auf formellere Beine heben und haben den Verein gegründet. Also wir sind eine gemeinnützige Organisation, die vor 5 Jahren in Dänemark gegründet wurde. Ich bin einer der 4 Gründerinnen und mittlerweile haben wir fast 500 Mitglieder, die aktiv sind in dem Bereich, am Design Guide mitarbeiten, aber auch ganz viele andere tolle Sachen. Den Design Guide haben wir schon ein bisschen kennengelernt. Der wurde insgesamt mit über 70 Akteurinnen und Akteuren entwickelt. Wer war denn alles daran beteiligt, Bettina? Ja, also wichtig vorneweg zu sagen ist, das war eine gemeinsame Initiative von jetzt D4CA, aber auch UNICEF in Finnland und New York. Wir haben einen zweitägigen Event organisiert, zu dem wir insgesamt 70 Expertinnen eingeladen haben aus Industrie, aber auch Wissenschaft. Das heißt, wir hatten ja Vertreterinnen von Lego da, natürlich UNICEF, hatten aber auch Save the Children. Wir hatten Professorinnen aus Finnland, den USA. Wir hatten ganz tolle Designer mit dabei von führenden Designagenturen wie Frog oder eben Spiegermann. Und all die haben ihr tolles Wissen und Knowledge eingebracht in die Entwicklung des Design Guides. Grundlage waren die von der UN entwickelten oder bereitgestellten Kinderrechte aus dem Jahr 1989, die ja schon sehr gute Orientierung geben und eben genau die Rechte, auch die Rechte eingehen, die nötig sind, um Kindern eine gute Entwicklung gewährleisten zu können. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass die jetzt nicht unbedingt die Sprache der Designer sprechen oder anderer, die im Produktentwicklungsprozess beteiligt sind. Und haben die eben genommen, zu 10 Designprinzipien zusammengefasst und versucht, ein bisschen mehr action-oriented zu formulieren, also so, dass man es wirklich für Entscheidungen im Produktentwicklungsprozess verwenden kann. Genau da würde ich auch gerne nochmal anknüpfen, denn diese 10 Designprinzipien, die hat Nils Brücken gerade eben schon so ein bisschen gezeigt, aber wer arbeitet denn jetzt tatsächlich eben damit und welchen Impact konnte also die D4CA aufgrund dieser Designprinzipien auch bislang entwickeln oder entfalten? Ja, also grundsätzlich sind die Hauptadressaten und ich würde mal sagen Multiplikatoren für die Prinzipien Designer und alle, die eben in diesem Konzeptentwicklungsprozess beteiligt sind. Sie werden aber von einer ganzen Vielzahl von Interessengruppen genutzt. Also wir haben ganz viele Pädagogen, Professorinnen, die damit arbeiten. Wir haben mit politischen Entscheidungsträgerinnen gearbeitet, die die Guidelines auch nutzen als eine Art Orientierung, wenn es um neue Leitlinien geht oder neue Gesetzgebung. Wurden ja auch gerade eben schon einige tolle Leitlinien genannt. Das heißt, die D4CA ist eine davon. Als ein Beispiel, wir haben in den Niederlanden wurde beispielsweise der Code für Kinderrechte entwickelt, wo wir mit dem Ministerium für Inneres gearbeitet haben und eben geschaut haben, okay, wie können sich diese Prinzipien, wie sind die auch rechtlich verankert, um die wirklich durchsetzen zu können.
Genau, aber wie gesagt, also auch ganz viel in der Bildung sind wir aktiv. Die Designprinzipien finden immer mehr ja, ihren Weg in Lehrpläne und Projekte, die mit Universitäten durchgeführt werden. Wir waren jetzt erst im Februar eingeladen zu einer Universität in Budapest, wo ich mit einer Kollegin gemeinsam einen Design Sprint von einer Woche durchgeführt habe mit Masterstudierenden aus dem Bereich Interaction Design. Wir haben aber auch mit einer internationalen Schule dort zusammengearbeitet, wo Kinder, die digitalen Content, also digitale Inhalte als Fach haben, mitgemacht haben. Und das ist zum Beispiel ein Modul, das wir bereitstellen. Damit kann jeder in der Community arbeiten. Das heißt, es kann also auch gut skaliert werden. Wir haben online, also arbeiten an einem Online-Kurs zu dem Thema Kinderrechte und wie man das im Design integrieren kann. Also auch hier ja, viele Inhalte, die genutzt werden können. Auch Google versucht natürlich, so gut es geht, also Kinderrechte zu berücksichtigen oder Angebote eben so zu gestalten, dass sie für Kinder und Jugendliche gut geeignet sind. Nach welchen Designprinzipien arbeitet ihr denn, Anja? Was liegt ihr zugrunde? Erstmal auch danke fürs Gespräch. Und ich wollte sagen, wir verwenden natürlich auch die Designing for Children's Rights Principles, die Bettina zum Beispiel entwickelt hat. Also wir haben gerade erst letztes Jahr einen Overhaul quasi gemacht. Also wir haben uns angeschaut, was gibt es denn alles? Was ist denn da, als wir unsere Prinzipien entwickelt haben? Und da haben wir uns auf ganz viele schon Dinge, die da sind, da gibt es ja irrsinnig viele, also haben wir auch in den Vorträgen vorher gehört, irrsinnig viele schon praxisbezogene Design Guides auch, zum Beispiel den Privacy by Design Guide von der ICO. Also wir haben alle diese mitgenommen in die Entwicklung unserer eigenen Prinzipien und sind schlussendlich auf drei Prinzipien gelandet. Also die sind genauso wie das Better Internet for Kids. Prinzipien sind Protect, Respect und Empower, also schützen, respektieren und schauen, dass wir auch ermöglichen, dass Kinder sich da quasi gestalten können. Und mein Team arbeitet mehr in dem Bereich Schützen und Respektieren. Das heißt, wir schauen, was sind die Policies, die in place sein müssen, dass wir Kinder altersgerecht einschätzen können. Unter anderem gehört da dazu, wie wir vorher gehört haben, einmal festzustellen, wie alt die Kinder sind und Jugendlichen. Aber auch einfach so, was sind die Leitlinien? Zum Beispiel haben wir vor 2 Jahren dann dadurch herausbekommen, dass wir für Google keine Werbung personalisieren für Kinder weltweit. Zum Beispiel also für niemanden unter 18 wird Werbung personalisiert oder werden die persönlichen Daten dafür verwendet, Werbung zu personalisieren. Das gehört alles in dieses Protect-Prinzip hinein, unter anderem. In das Respekt, also Respektieren-Prinzip gehört dann hinein, und da hole ich jetzt vielleicht ein bisschen aus, dass wir uns eigentlich dahin orientieren und die Leitlinie vertreten, dass wir möchten, dass Familien, auch wenn es keine Eltern gibt, die sich mit Dingen auskennen, also dass dann die Kinder auch die sind, die sich mit unseren Einstellungen auseinandersetzen können und auch sollen und für sich selber die richtige Entscheidung treffen können, also wie es halt einfach am besten passt. Und da ist es uns ganz wichtig, dass eben vermehrt der Push für dieses Designprinzip von Kinder selbst bestimmen und Kinder, also auch die Rechte der Kinder anzuerkennen und nicht nur jetzt quasi die Elternkontrolle, den Elternkontrolle überlassen, sondern auch mehr die europäische Perspektive einbringen. Das macht eben mein Forschungszentrum, ist, dass es wirklich darum geht, einen Dialog aufzustellen zwischen Eltern und Kindern und die Kinder auch zu bevollmächtigen und ihnen die richtige Information zukommen lassen, dass sie auch selber lernen können, was sind denn da die Einstellungen, die sie brauchen. Das ist zum Beispiel dann Näherbringen von, also um in den Produkten zu sagen, dass sie sich da ein bisschen was vorstellen können, wie Passwortmanagement. Wie kann man das Kinder erklären, dass sie einerseits sicher sind, dass sie es auch verwenden können? Die möchten ja lernen. Also wie können wir das erklären in einer Art und Weise, dass es Kinder und Jugendliche verstehen und auch verwenden wollen? Hast du ein Beispiel, Anja? Ja, zum Beispiel das Passwortmanagement. Das ist etwas, das ist, also es war ja gerade das World Password Day. Weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt vor ein paar Tagen.
Und die größte Schwäche und in der Sicherheit ist bei diesen Dingen immer noch, dass man kein richtig gutes Passwort eigentlich findet. Und Kinder und Jugendliche natürlich auch nicht, ganz normal, so wie Erwachsene auch nicht. Also da möchten wir es einfach näher bringen, dieses Passwortmanagement ist quasi ein Produkt, jetzt ganz einfach gesagt, das sich selber ein schwieriges Passwort ausdenkt und das speichert das dann ab und das kannst du dann immer wieder verwenden, wenn du dich einloggst, weil sich das merkt. Du musst aber selber nicht drauf kommen, das ist verschlüsselt. Solche Dinge haben wir gefunden, dass Jugendliche zum Beispiel eine Zielgruppe darstellen, die sich interessieren für diese neuen Technologien und wir ihnen auch näher bringen können, das wir vorher zum Beispiel nicht gemacht haben. Also das ist so ein Beispiel von diesem Respektieren-Prinzip. Und wenn du sagst, Jugendliche interessieren sich dafür, dann wird auch schon deutlich, also ihr bezieht Kinder und Jugendliche auch in diesen Prozess mit ein, also bereits in der Forschung. Wie sieht denn das ganz konkret aus? Also an welcher Stelle und mit welcher Methode werden Kinder und Jugendliche mit einbezogen? Also wo dürfen sie mitsprechen im Prozess? Also eigentlich von Anfang an. Das ist uns ganz wichtig. Also ich bin Forschungsleiterin und ich bin studierte Anthropologin. Also für mich ist es ganz wichtig, dass Kinder von Anfang an mit einbezogen werden, dass wir da richtig dieses ganz von Anfang an dieses recht fundierte, offenes sort of Gespräch mit den Kindern mitnehmen können. Es tut mir leid, dass ich manchmal auf Englisch switche, aber unsere Arbeitssprache ist Englisch, also es tut mir leid. Also der Forschungsprozess, da haben wir eigentlich immer vier Stufen, ganz normal, wie jeder normale Forschungsprozess auch. Wir schauen uns zuerst mal Sekundärforschung an und haben Expertengespräche, also das ist da, wo wir einfach mal Desk Research quasi machen. Und dann geht es je nach Topic, den wir angehen, eigentlich in mehr zum Beispiel spielerische und interaktive Forschungsmethoden. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Wir haben jetzt zum Beispiel gemerkt, dass es ist nicht viele, also dass wir nicht so viele Reports bekommen von Kindern und Jugendlichen darüber, dass, wie wir eigentlich erwarten würden von Sextortion zum Beispiel oder dass Kinder gebullied werden. Jetzt haben wir uns mal angeschaut, woran kann das liegen zum Beispiel. Und da sind wir dann darauf gelandet, dass wir vielleicht Worte verwenden, die eigentlich nicht die Wörter sind, die Jugendliche dafür verwenden, für diese bestimmten Begriffe, vor denen wir sie eigentlich schützen wollen und die wir möchten, dass sie uns auch reporten, damit wir da Aktionen ergreifen können. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns eine kleine Schneeballschlacht ausgedacht, wo wir diese Begriffe, die wir jetzt gerade verwenden, draufschreiben, zusammenknüllen auf ein Blatt Papier und dann eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen sich diese Begriffe quasi gegeneinander zuschießen. Und irgendwann sagen wir mal dann Stopp und fragen eine Person, ob sie dann mal beschreiben kann, was sie da gerade gelesen hat. Da erfahren wir dann unter anderem, ob die Jugendlichen die Worte verstehen, die wir eigentlich verwenden. Oft ist das eben nicht der Fall. Da haben wir schon sehr viele Wörter umgeändert zum Beispiel. Und dann erfahren wir auch, welche Worte sie verwenden und wie sie das Ganze beschreiben. Und dann, welche Worte die an die Gruppe der Jugendlichen, die rundherum ist, verwendet, um das Ganze zu erraten. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel für diese spielerische Methode. Andere sind Sachen wie Cookies oder Encryption und Verschlüsselung. Wie kann man das darstellen? Sehr oft, weil wir auch oft mit jungen Kindern arbeiten, die sich noch nicht so gut ausdrücken können, verwenden wir auch zeichnerisches Gestalten. Also da fragen wir zum Beispiel, wir möchten jetzt über ein bestimmtes Thema reden. Wie glaubst du denn, wie das ausschaut? Und wir fragen wir dann, ob das gezeichnet werden kann. Und somit erreichen wir zum Beispiel unsere Illustrationsstrategie. Also da fragen wir zum Beispiel, wir haben da mit Schulen in England gearbeitet, wie sich denn Datensicherheit und Datenschutz, wie sich das denn überhaupt aufzeichnen lässt. Und da haben wir von Kindern und Jugendlichen über 300 Zeichnungen bekommen. Die haben wir dann semiotisch analysiert. Was sind denn da die Symbole, die immer wieder vorkommen? Was sind so, wie wird das dargestellt? Wird da Farbe verwendet oder nicht? Sind das Personen oder nicht? Sind das eher abstrakte Dinge? Sind das positive oder negative Dinge? Damit wir dann entwickeln konnten, was wird denn sowas sein, wo jetzt zugehört wird. Was ist eine gute Illustration, die Aufmerksamkeit erweckt und erregt, dass sich das auch ein Kind oder ein Jugendlicher anschaut? Und ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon einige von Ihnen angeschaut haben. Es ist auf jeden Fall live in allen Ländern. Unser Teen Privacy Guide und unser Kinderdatenleitschutzfaden.
Und die haben als Illustration einen Panda, weil wir eben gemerkt haben, dass die Kinder wirklich also ein Tier, dass sie dann glauben, das ist auch für mich, nicht nur für meine Eltern zum Anschauen und Anlesen, sondern das ist auch wirklich was für mich und meine Altersgruppe, schaue ich mir mal an. Und den Panda haben wir entwickelt, weil wir ein, das kann ich Ihnen auch sagen, wie da unsere Designprinzipien ausschauen, weil Google für diese Illustrationen ein Tier gesucht hat, das erstens einmal für Kinder keine Angst erregt, also nicht ein Raubtier zum Beispiel ist, das mit den Google-Farben gut ausschaut. Der Panda ist ja schwarz-weiß, das ist ganz okay. Und es muss auch ein Tier sein, das auf zwei Beinen stehen kann, damit man dann auch ganz süß sehen kann und ganz also süß illustrieren kann mit verschiedenen Accessoires und Zubehör, damit wir das vielfältig verwenden können. Also so haben wir diesen Panda entwickelt zum Beispiel. Dann machen wir sehr oft Participatory Design, wenn es dann schon eher darauf ankommt, dass wir jetzt gesehen haben, okay, die Kinder und Jugendlichen, die verstehen die Konzepte. Wie machen wir das denn jetzt? Wie soll das denn in unser Produkt hinein? Das machen wir jetzt gerade zum Beispiel auch. Das ist dann so eher ein Prozess, wo wir zum Beispiel Kindern und auch oft ihren Eltern als Aufgabe stellen, ja, bringt's mal, also die Aufgabe ist, denkt mal über dieses und dieses Ding nach und designt das mal, dann bringt es zu den Forschungsstudien-Sessions. Und dann reden wir darüber. Das erleichtert das Gespräch und dann zeigen wir, wie wir uns das vorgestellt hätten. Und dann basteln wir quasi zusammen, was sind die Dinge, die wir brauchen von der Hausaufgabe, die die Eltern und die Kinder gemacht haben. Was sind die Dinge, die die Kinder, Jugendlichen und Eltern auch verstehen von den Designs, die Google gemacht hat. Und dann evaluieren wir. Ganz normales Usability Testing. Also so ist der Prozess für uns. Anja, du hast gerade schon angesprochen, Eltern, Erziehungsberechtigte. Und mich würde da auch interessieren, weil ich auch aus diesen vorangegangenen Inputs mitgenommen habe, man kann da eine ganz unterschiedliche Perspektive drauf werfen. Also Eltern können Kontrolle ausüben auf der einen Seite, sie können aber eben auch Unterstützende sein, wenn es darum geht, eben sich in der Welt des Internets, sage ich mal, zurechtzufinden. Was ist euer Blick da drauf? Und Bettina, mich würde das auch aus deiner Perspektive gleich nochmal interessieren. Ja, also unser Blick darauf ist ganz bewusst, dass wir die unterstützende Rolle der Eltern sehen und nicht die kontrollierende Rolle. Wenn man sich das so vorstellt, man muss ja die Kinder vorbereiten und Jugendlichen vorbereiten auf die digitale Welt. Und das geht nicht, wenn man sagt, okay, es ist Kontrolle da und bis 13, 14, 15 und dann auf einmal bist du alleine quasi. Also wir möchten das auch so zustande bringen, dass da immer wieder, haben wir auch Leitfäden entwickelt, dass sich Eltern und Kinder damit auseinandersetzen können und auch gemeinsam erarbeiten können, was dann für die Kinder am besten ist. Nicht nur im Hinblick darauf, dass das Familien so machen, sondern vor allem im Hinblick auf die Kinder, die oft eigentlich am schwächsten sind im digitalen Umfeld, die eigentlich gar keine Eltern haben, die sich darum kümmern können, oft, weil sie keine Zeit haben zum Beispiel oder weil sie ganz einfach nicht die Kenntnis haben, dass sie sich damit auseinandersetzen. Also wir designen schon auch für Elternbezug, aber wir möchten auch ganz bewusst darauf aufpassen, dass das nicht immer der Fall ist, vor allem nicht bei denen, die oftmals negativ betroffen sind von digitalen Gefahren. Bettina? Mhm. Ja, also ich glaube, der Punkt hier oder der springende Punkt ist wirklich das Wort gemeinsam. Ich meine, Kinder haben eine hohe Bandbreite an verschiedenen Entwicklungsstadien, Fähigkeiten, Interessen. Und das gilt es zu unterstützen. Ich denke, der Unterschied ist einfach, wenn wir uns jetzt anschauen, 6- bis 9-Jährige, die ja allmählich lesen lernen beispielsweise und noch viel mehr. Anja, du hast es ja auch gerade angesprochen, grafische Unterstützung oder visuelle Unterstützung benötigen oder auditive Unterstützung. Die brauchen natürlich noch vermehrt die Unterstützung der Eltern, auch gerade wenn es darum geht, zu verstehen, womit beschäftige ich mich jetzt eigentlich gerade im Internet. Wenn wir uns dann 10- bis 12-Jährige anschauen, da fängt es dann schon an mit einer gewissen Abgrenzung. Da geht es dann eher darum, auch gemeinsam zu verstehen, was sehen denn jetzt eigentlich meine Eltern noch oder die ob man sich um mich kümmert was kann ich da für Grenzen setzen? Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass man die dann gemeinsam definiert. Ja.
Und wenn es sozusagen um dieses Gemeinsam geht und auch immer wieder zu gucken, anpassen und sowas ist eigentlich richtig, das bringt mich auch nochmal wieder zurück auf die Design Principles selber, denn auch die sind eigentlich ständig im Prozess, also überarbeitet diese Design Prinzipien immer wieder. Bei D4CA gab es erst im letzten Jahr wieder eine Überarbeitung und ich frage mich, ähnlich wie vielleicht zwischen Kindern und Eltern, auch da muss man ja immer wieder verhandeln, was ist jetzt angemessen, was ist nicht angemessen, warum gibt es so eine neue Verhandlung, immer wieder ein Update auch von den Designprinzipien bei euch? Was wird da verändert und was wird da neu ausgehandelt? Also der größte Unterschied zwischen den Prinzipien, die wir 2018 entwickelt haben, die ja wirklich ein MVP dargestellt haben, und heute ist, dass wir die ersten Guidelines aus Sicht der Kinder formuliert haben, was wir jetzt im neuen Update geändert haben, weil wir nochmal in uns gegangen sind und überlegt haben, okay, wer nutzt die Guidelines und diese Leitlinien, und sind dann dazu übergegangen, wirklich ganz konkrete Handlungsempfehlungen zu geben und auch stärker auf eben diesen orientierungsstiftenden Charakter zu geben. Haben die Stimme der Kinder aber beibehalten. Also es gibt zu jedem Prinzip, die sind ja in drei Bereiche geclustert. Einmal im Bereich inklusives Design, dann Designprinzipien, die eher das Miteinander spielen und das Lernen fördern. Und dann Designprinzipien rund ums Thema Resilienz und Nachhaltigkeit. Und die haben wir mit Kindern natürlich getestet und mit Jugendlichen und integrieren deren Stimme auch in die jeweiligen Prinzipien. Also was heißt das eigentlich aus deren Sicht? Ähnlich wie Anja das gerade auch schon erwähnt hat, sind wir natürlich auch durch diesen Prozess. Ich würde sagen, das ist der größte Unterschied. Dann gibt es aber natürlich auch immer wieder Themen. Die Technologie entwickelt sich weiter, gesellschaftlich gibt es Entwicklungen, auf die man eingehen muss. Wenn wir uns überlegen, was die Covid-Pandemie, die hat ja auch dazu geführt, dass Kinder und Jugendliche auf einmal vermehrt online waren, online gelernt haben, sich getroffen haben, ausgetauscht haben. Das führt natürlich dann auch dazu, dass man sich nochmal ganz anders überlegen muss, wie kann man sie da fördern. Dann gibt es Themen, die auch laut wurden. Nachhaltigkeit ist ja auch ein Thema, so dass Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen. Also ein ganz wichtiges Kinderrecht, dass wir eben in einer nachhaltigen Welt leben. Das Prinzip haben wir neu integriert in den Guide. Also da gibt es jetzt das Prinzip Nummer 10, das ist Design for Future, wo es eben darum geht, dass man seine eigenen Business-Entscheidungen eben dahingehend prüft, welche Konsequenzen die haben könnten, und dass man auch mit Familien in den Dialog geht, wo man eben Eigenverantwortlichkeit fördern kann. Mhm. Ich würde sagen, das sind so die größten Updates. Wenn Bettina jetzt auch schon sagt, also man muss eben bei den Designprinzipien auch immer darauf schauen, ne, wie entwickelt sich Technologie, wie entwickelt sich Gesellschaft, dann ist das natürlich was, das betrifft euch ganz genauso, Anja, dass ihr also eben auch schauen müsst, ne, wie entwickelt sich Technologie und wie entwickelt sich Gesellschaft. Was für Veränderungen oder Entwicklungen siehst du da in Bezug auf die Produkte auch, die ihr gestaltet habt? Also was lässt sich da sozusagen vielleicht auch für einen Trend ablesen, wo die Entwicklung hingeht? Also bei der Entwicklung ist jetzt für mich, es schließt an, was wir vorher gehört haben von Dr. Dreyer, wie man denn überhaupt das Alter festlegt. Also da gibt es ja ganz viele, also das ist, glaube ich, ein Trend in der Sicherheit, der groß wird. Es gibt ja, also das ist jetzt endlich etwas, das angesprochen wird, das herauskommt, dass man eigentlich keine Ahnung hat oftmals, wie alt jetzt jemand ist, der ein bestimmtes Service nutzt. Und da gibt es irrsinnig interessante, also das, glaube ich, wird ein ganz großes Thema werden, ist das ja auch schon. Und da kommen natürlich neue Technologien ganz stark zugange. Also da gibt es sehr viele Machine Learning Approaches, wie man das Ganze dann feststellen kann. Die aber, wo wir ganz sicher dran arbeiten müssen, wie kann das verständlich sein für Nutzer, dass das eigentlich auch verstanden wird. Der andere große Aspekt ist natürlich für mich auch, dass Kinder jetzt mitbestimmen dürfen, sondern dass Kinder und Jugendliche dazu aufgerufen werden, auch, dass man sie
dahingehend behandelt, dass sie doch selber Entscheidungen oftmals treffen können. Und das ist, glaube ich, eine recht großer Unterschied zwischen Amerika und Europa oder den europäischen Leitlinien und den amerikanischen Gesetzen, die man zum Beispiel jetzt sieht, oder die amerikanisches Parenting. Und deshalb ist uns da auch ganz wichtig, dass wir das in München mit den Teams auf einer europäischen Linie erarbeiten. Also deshalb haben wir dieses Forschungszentrum in Europa aufgesetzt für Kinder und Jugendliche. Anja, kannst du das auch konkretisieren, was du damit meinst? Also wo ist da sozusagen das Spannungsfeld genau? Es gibt zum Beispiel ein sehr interessantes Buch, es heißt Achtung Baby, das ist von einer amerikanischen Frau, die in Deutschland dann ihr Kind bekommen und aufzieht und erklärt, wie sich zum Beispiel die deutsche Art und Weise, Kinder zu erziehen, eigentlich mehr darauf ausläuft, nicht über Kontrolle, sondern über gemeinsames Erarbeiten, über zum Beispiel auch mal die Kinder in Situationen zu bringen, wo sie dann ein bisschen auch überlegen müssen, wie komme ich denn da raus? Natürlich immer mit einem Sicherheitsnetz im Hintergrund, ist ja klar, also nicht auf einmal auf eigene Beine stellen. Und das ist halt ein anderer Ansatz dazu. Und ich glaube aber, dass der bessere Ansatz ist, auch dazu hinzukommen, dass wir verantwortungsvolle junge Erwachsene erziehen im Internet. Und da, glaube ich, haben wir eine große Rolle zu spielen und eine große Verantwortung. Also es geht eher in diesen Bereich, also mehr von diesen Kontrollen wegzukommen und mehr in den Dialog zu treten. Eltern und Kinder, wie können wir die Materialien entwickeln, die das ermöglichen? Bettina, auch an den Designprinzipien selber, würde ich sagen, kann man ja eine Menge darüber ablesen, wie wir als Gesellschaft eben auf Kinder und Jugendliche blicken. Was kannst du denn sozusagen daraus lesen, vielleicht auch gerade aus den Neuerungen, die sich immer wieder ergeben? Was hat sich da vielleicht auch verändert? Ja, also ich glaube generell, das zeigt ja so ein Event wie heute und das Gespräch gerade eben und die vorangehenden Vorträge und Gespräche, die es gab. Also wir sehen auf jeden Fall eine sehr positive Veränderung in der Art und Weise, wie wir auf Kinder und Jugendliche blicken. Als wir gestartet haben vor 5 Jahren, beziehungsweise auch schon ein bisschen davor, gab es mehr Negativbeispiele als positiv, würde ich sagen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall einen positiven Trend, wie Produkte und Services, aber auch Umgebungen beispielsweise für Kinder entwickelt werden. Wir haben ja gerade auch schon oder eingangs schon gehört, es gibt viele Leitlinien, die entwickelt werden, tolle Gesetzgebungen. Also ich glaube auch von der, gerade von der EU ist auch eine, die erwähnenswert ist, weiß nicht, ob die schon genannt wurde, vorangehend, aber A Better Internet for Kids, wo es ja auch genau darum geht, jetzt nicht nur Sicherheit und Befähigung in den Mittelpunkt zu stellen, aber auch die Weiterentwicklung und die Förderung von Kindern. Und aus D4CA-Sicht, wir haben uns verfünffacht, seit wir den Verein gegründet haben. Das heißt, also auch der Impact, den wir weltweit dadurch ja erzielen, hat sich auf jeden Fall stark verändert. Wir haben 13 Chapter ausgegründet, mit denen wir ja in Asien, Amerika, Europa vertreten sind. Auch hier ganz spannend, natürlich zu sehen, was es da für Unterschiede gibt in den einzelnen Communities. Aber toll zu sehen, dass wir eben alle auf das große Ganze hinarbeiten. Und ich denke, ja, also es gibt bestimmte Faktoren, die das natürlich auch alles fördern, dass wir jetzt vermehrt das Interesse der Kinder in den Mittelpunkt stellen, dass vermehrt Designprinzipien wie unsere, aber auch die genannt wurden, Einzug in den Designprozess erhalten. Und ich denke, das ist nicht zuletzt so Strömungen zu verdanken wie Design Thinking. Das heißt, man kommt vom Nutzer her, überlegt sich, für wen entwickle ich eigentlich, wer nutzt eigentlich meine Produkte, den ich vielleicht auch gar nicht ursprünglich als Nutzergruppe definiert hatte. Inklusion ist ein wichtiges Thema, Ethik. Junge Menschen gehen auf die Straße, demonstrieren für ihre Rechte, Fridays for Futures. Dann gab es im Zuge von California Age Appropriate Design
Code Act, gab es Jugendliche, die eine Seite in der Los Angeles Times sich gekauft haben und die Tech-CEOs angeschrieben haben, sich doch bitte den Kindern als Nutzergruppe anzunehmen. Also ich glaube, das sind alles so Faktoren, die natürlich das Ganze auch erst ermöglichen. Und wir haben zwar noch ein bisschen Weg vor uns, aber ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall ein sehr positiver Trend hier entwickelt. Ich würde noch gerne einmal schon fast zum Schluss auf diesen internationalen Aspekt zurückkommen wollen, und zwar mit dir, Anja. Und zwar, also ganz klar, Google agiert international, und du hast es ja eben auch schon so ein bisschen angerissen. Es gibt alleine schon unterschiedliche Vorstellungen davon, eben wie gute Erziehung aussieht, zum Beispiel zwischen Deutschland und den USA. Aber das lässt sich ja sozusagen global noch weiter eben ausrollen, und da sind die Unterschiede umso größer. Was bedeutet das denn für euch in der Produktentwicklung, wenn ihr also eben für unterschiedlichste Märkte mit unterschiedlichsten Vorstellungen dazu, was gut für Kinder oder Jugendliche ist, agieren müsst? Das ist also eine sehr gute Frage, und das ist sehr schwierig darin, weil man kann es natürlich dann versuchen, richtig zu machen. Also wir stützen uns da auf sehr viel Forschung und versuchen das dann so zu tun, wie wir da auch als eine Position beziehen, die Google bezieht. Und das sind eben diese drei Prinzipien, die ich da genannt habe, die sich auf diese internationalen Organisationen beziehen. Da wurde auch zum Beispiel, wir arbeiten viel im asiatischen Raum auch, weniger in Lateinamerika. Das wäre uns noch sehr wichtig, dass wir da noch mehr arbeiten und uns verstehen. Also glaube ich, sind diese Prinzipien, auf die wir uns da stützen, sehr, sehr wohl global anwendbar. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, wie schützen wir Kinder und Jugendliche vor Content, den sie nicht sehen sollten. Das sind natürlich dann schon die lokalen Regulationen auch. Aber so generell, dass wir möchten, dass sich Kinder selber schützen können, wenn sie jemanden blockieren wollen, wenn sie sagen, ich verstehe nicht, warum ich das Ganze jetzt sehe, ich möchte das nicht mehr sehen, das muss eigentlich global. Da müssen wir schauen, dass unsere Produkte einen Baseline Floor of Protection haben. Zum Abschluss vielleicht nochmal, Bettina. Und zwar, ganz klar, hast du ja nicht umsonst die D4CA gegründet, sondern schon mit dem hehren Anspruch, eben Design für Kinder oder auf Basis der Kinderrechte eben zu entwickeln und damit eben Produkte besser zu machen. Was muss noch passieren? Wir sehen zwei ganz wichtige Säulen hier. Zum einen das Wissen und Bewusstsein. Also wir haben zwar jetzt gehört, die D4CA ist bekannt, findet mehr Einzug in Unternehmen und in Entwicklungsprozesse. Pädagogen greifen das auf, auch regierungsnahe Organisationen. Aber ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist hier wirklich noch das Thema Wissen. Das heißt, oft sind sich Designer oder Entwickler in Unternehmen noch gar nicht bewusst, dass es sowas gibt wie Kinderrechte. Und dass man die bewusst in den Prozess integrieren kann. Das heißt, ich denke, ein wichtiger Hebel ist da wirklich das stärkere Bewusstsein zu verankern und die Thematik eben auch im Bildungssystem zu verankern. Das heißt, in Studiengänge zu integrieren, die eben dann auch befähigt sind, Entscheidungen zu treffen oder Konzepte zu entwickeln. Also Design, Informatik, BWL, Jura fände ich auch einen ganz wichtigen Bereich. Und dann denke ich, die Verankerung in der Gesetzgebung. Ich denke, das hat immer noch den stärksten Hebel, dann wirklich auch Dinge umgesetzt zu bekommen. Und da haben wir auch schon gehört, ich möchte es jetzt hier nicht nochmal wiederholen, aber wir haben ja mit dem Rahmenwerk der EU, Better Internet for Kids oder die Arbeit, die das EZKJ leistet in Deutschland, ganz viele tolle Organisationen und Leitlinien an der Hand oder Rahmenwerke, die da auf jeden Fall einen positiven Impact haben können. Und ich glaube, da gibt es aber noch ein bisschen Arbeit, auch zu schauen, dass die ganzen Rahmenwerke, dass sie sich positiv ergänzen, und genau.
Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch, liebe Anja, liebe Bettina, für dieses Gespräch und nehme mit, wir müssen ganz eng am Kind gestalten, Kinder auch mit einbeziehen, wenn es darum geht, also eine sichere Umgebung, sichere Online-Angebote zu gestalten. Aber wir müssen eben auch die Entscheiderinnen und Entscheider integrieren und sie über Kinderrechte schulen, damit sie auch wissen, wie eine sichere Umgebung dann aussehen kann. Also herzlichen Dank an euch. Und für uns bedeutet das, dass wir jetzt gleich in eine kurze Pause gehen werden von einer halben Stunde. Danach geht es aber noch weiter und zwar wollen wir das Ganze, was wir jetzt gehört haben, in den Vorträgen und auch in diesem Gespräch noch einmal vertiefen in einer Diskussion über Konzeption, Entwicklung und auch Kommunikation von Online-Angeboten. Also ich freue mich, wenn Sie, wenn ihr alle ab 16 Uhr dann auch wieder dabei seid. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Medienimpuls von FSF und FSM unter dem Motto Safe and Sound, Online-Angebote altersgerecht und sicher gestalten. Wir wollen jetzt das, was wir schon erfahren haben, im ersten Teil dieser Veranstaltung noch einmal vertiefen. Und wir wollen jetzt also genauer darüber sprechen, wie Online-Angebote konzipiert und entwickelt werden müssen und wie auch die Kommunikation von Online-Angeboten aussehen kann, wenn sie eben altersdifferenziert gestaltet sind. Und es geht um die Frage, wie kann Jugendmedienschutz in der Praxis alters- und entwicklungsabhängiger gestaltet werden. Ich habe Gäste bei mir, unsere beiden Inputgeber, die kennen Sie schon eben von vorher, sind auch wieder mit dabei. Dr. Stefan Dreyer, Senior Researcher Medienrecht und Media Governance am Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut und Nils Brüggen, Leiter der Abteilung Forschung beim JFF-Institut für Medienpädagogik in Praxis und Forschung. Dort Marie von Stauffenberg, Public Policy Manager bei Meta und Birgit Gut, ganz am Ende dieser Runde, Head of Insights and Analytics bei Super RTL. Birgit Gut ist seit 1995 bereits Leiterin der Forschungsabteilung bei Super RTL und in ihrer Verantwortung dort liegen die Konzeption und Durchführung zahlreicher Studien zum Kinderfreizeitverhalten sowie zur Fernseh- und Mediennutzung von Kindern. Sie verantwortet zahlreiche Fachtagungen zum Thema Kinder und Medien und referiert bei Fortbildung oder auch als Lehrbeauftragte. Und von 2001 bis 2008 war sie zusätzlich als Jugendschutzbeauftragte bei Super RTL tätig. Sie engagiert sich zudem in vielen medienpädagogischen Projekten, wie zum Beispiel Frag Finn, Media Smart oder eben auch bei der FSF. Und Marie von Stauffenberg arbeitet seit 2019 im Politikteam von Meta in Berlin und leitet dort den Bereich Gesellschaftspolitik mit Schwerpunkt auf Themen wie NutzerInnensicherheit, Jugendschutz, Innovation und Nachhaltigkeit. Betreut sie Partnerschaften mit Zivil Gesellschaft, NGOs und auch KMU. Und jetzt darf ich Sie recht herzlich alle noch einladen, wenn Sie wollen, auch mitzudiskutieren, Ihre Fragen zu stellen, entweder über Slido. Dazu gehen Sie auf slido.com und geben den Code ein, der hoffentlich auch gleich hier nochmal erscheint, und zwar 511937. Ah, ich sehe es, unten steht's. Hier unten steht es auch, genau in der Ecke. Diesen Code dort eingeben, dann können Sie Ihre Fragen an mich schicken. Ich sehe die dann hier und kann sie also in die Diskussion mit einfließen lassen. Wer nicht so gerne Slido benutzt, der darf auch einfach die Hand heben. Wir haben jemanden, der mit dem Mikrofon rumgeht und auch die ein oder andere Frage einfangen würde für uns. Und damit zu meiner netten Runde hier auf der Bühne. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Herr Brüggen. Woher wissen wir denn überhaupt, was eigentlich gut oder vielleicht auch ausreichend gut für Kinder ist? Das ist eine gar nicht so leichte Frage, die zu beantworten. Erstmal ist natürlich alles gut, was eine konstruktive Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt ermöglicht für Kinder, damit sie sich entwickeln können. Und das schließt natürlich alle Online-Räume erstmal mit ein. Wenn ich nochmal anschließen würde an den Vortrag, könnte man natürlich mit DC Ryan sagen, wo Autonomie-Erfahrung möglich ist, wo Kompetenz, Erfahrung und Entwicklung möglich ist und wo soziale Eingebundenheit realisiert werden kann. Das wären so Kriterien, die man ansetzen könnte. Gleichzeitig ist es ja auch immer wieder so, also jetzt muss ich selber die Pädagogik in Frage stellen, auch Scheitern hilft ja zu lernen oder Herausforderungen zu begegnen. Also insofern, es ist sicherlich nicht gut, nie solchen Herausforderungen zu begegnen, weil dann wird man, wenn man ihnen begegnet, dann erstmal vielleicht nicht damit umgehen können. Also insofern ist die Frage nicht einfach zu beantworten. Was man sicherlich machen muss, ist mit Kindern auch sprechen, wo sie Erfahrungen haben, die sie belasten, die für sie schwierig sind, damit umzugehen. Also das ist sicherlich eine ganz zentrale und wichtige Grundlage,
aber natürlich auch die Beobachtung und Begleitung von Kindern. Wir sprechen ja heute darüber, wie altersgerechte Gestaltung aussehen kann, oder vielleicht auch richten wir noch ein paar Wünsche in die Zukunft, wie es dann aussehen sollte in den kommenden Jahren. Frau Gut, was macht denn Super RTL im Bereich der altersgerechten Gestaltung und wo liegen da auch die Schwerpunkte in der Forschung? Also natürlich ist das für uns gar keine Frage. Wir müssen das altersgerecht gestalten, weil wir ja ganz klar die Kinder als Zielgruppe haben. Sowohl die Jüngeren, die noch nicht lesen können, als auch die Älteren, so bis 13, 14. Das ist bei uns die Zielgruppe. Und dann tun wir natürlich alles dafür, um die Produkte und digitalen Angebote und Plattformen so zu gestalten, dass sie optimal nutzbar sind für die Kinder, dass die Kinder wiederkommen, dass sie die Plattform vielleicht auch empfehlen, dass die Eltern ein gutes Gefühl haben, die denken wir auch immer mit. Und das ist bei uns oberste Prämisse. Ich habe auch in der Vorbereitung nochmal nachgeschaut. Ich mache den Job ja jetzt auch schon länger und 1999 habe ich das erste UX-Lab mit Kindern durchgeführt, weil als wir die erste Website an den Start gebracht haben, haben wir natürlich sofort gedacht, ja, das geht ja nicht, ohne dass wir die Kinder beteiligen. Und seitdem machen wir UX-Forschung. Dabei, damals gab es den Begriff noch gar nicht, aber es war irgendwie logisch, dass wir das tun. Und genau das ist in meinem Team, gibt es zwei feste Stellen von Usability-Managern, Usability-Researchern, die sich den ganzen Tag darum kümmern, wie muss denn das Produkt, wie müssen einzelne Features des Produktes aussehen, damit es für die Kinder gut sich eignet. Und, das war ja heute auch schon Thema, wie gestalten wir das altersabhängig beziehungsweise auch entwicklungsstufenabhängig? Wir gucken immer eher nach Schulklassen. Also wir laden dann die Kinder der ersten Klasse ein, vergleichen die mit den Kindern der zweiten Klasse, weil wir tatsächlich auch da einen großen Unterschied in der Lese- und Schreibkompetenz haben. Und insofern schauen wir uns da ganz genau an, wie die Kinder und auch die Erwachsenen damit umgehen mit den Angeboten. Vielleicht können wir es mal ganz konkret machen, ja, wie sowas aussieht. Sie haben was von Togo mitgebracht. Ja. Genau, das als Beispiel, ne, das ist die Startseite von togo.de. So ähnlich sieht es dann auch im Web, auf der App aus, wenn man nach rechts schaut. Wichtig ist, man hat eine ganz klare Navigation. Alles, was für die Eltern ist, das packt man in das Burger-Menü rechts oben. Man hat für die Kinder eine Möglichkeit, ganz schnell wieder zurückzufinden auf die Startseite. Wir haben da, das sieht man jetzt nicht gut, aber oben links ist so ein Haus, das haben wir jetzt ziemlich neu eingeführt, auch aus dem UX-Design gewonnen, dass die Kinder wissen, ah, das Haus, das ist der Eingang zur Website. Und dann sieht man, dass das Ganze sehr aufgeräumt ist und fast ohne Text auskommt. Für die älteren Kinder, die Togo nutzen, bieten wir schon Text an, wenn sie das wollen. Sie können draufklicken und dann sehen sie auch, wie heißt die Folge, wie heißt der Titel der Serie. Altersangaben sind drin, Längen der Videos sind drin. Aber das kann man eben auch ohne diese ganzen Texte benutzen. Und die Navigation findet auf ganz wenigen Ebenen statt. Und man kommt wirklich auf verschiedenen Wegen zum Content mit einem klaren Farbschema. Also orange sind die Videos, gelb sind die Spiele, blau sind die Hörstücke, die Audiostücke. Und das lernen die Kinder relativ schnell. Die können sich da schnell durch die Seite navigieren und Das haben wir, wie gesagt, in den letzten 25 Jahren so langsam und allmählich entwickelt. Und alles, was jetzt für Eltern ist, wie gesagt, das packt man weg. Und man kann dann aber auch, und da können wir vielleicht auf die Togolino-Seite noch gehen, ganz kurz sagen, in der Einstellung, man hat so ein Altersrädchen, das kann man ja mal auf dem Handy, wer will, kann sich das mal runterladen und eingucken. Man kann so eine Alterseinstellung machen, wie alt bin ich? Und wenn ich sage, ich bin 5, dann lande ich in diesem Togolino-Bereich. Der ist dann noch reduzierter gestaltet, also ganz ohne Text, mit guten Thumbnails, die den Kindern Auskunft darüber geben, welche Serien es sind. Die Eltern können es natürlich immer nachlesen in den Metadaten, das ist alles schon hinterlegt. Da sind auch Altersangaben drin. Und wenn die Kinder im Togolino-Bereich sind, dann kommen sie auch nicht mehr in den Togo-Bereich. Dann gibt es nämlich immer diese Schranke. Und dann müssen die Kinder 3885 eingeben. Das können sie aber nicht, wenn sie eben ein Kleinkind sind. Sodass sie immer in diesem geschützten Togolino-Kleinkind-Bereich bleiben. Und dafür gibt es natürlich noch, wir haben ja auch schon gesprochen über technischen Jugendschutz,
die kommen da nicht raus. Und es gibt auch noch andere Themen, die wir speziell auf der Kleinkindseite dann gewährleisten. Aber ein so ein Ding, ganz zum Schluss noch so eine Anekdote. Wir haben mit den älteren Kindern mal gerade diese Altersangaben getestet. Wir müssen ja jetzt auch immer dazu schreiben, für welches Alter die Serie gestaltet ist. Und dann haben wir ab 6 geschrieben und das ab haben wir in Großbuchstaben geschrieben, also ein großes A, großes B. Und die erste, zweite Klasse Kinder dachten immer an Arbeitsblätter. Und jetzt haben wir es halt klein geschrieben. Dann können Sie es besser lesen. Schrift ist auch so ein Thema. Wenn Schrift, dann gemischte Schrift, keine Versalien, gute Lauflänge. Also ich könnte hier unsere Designprinzipien, die haben wir in 25 Jahren erarbeitet und so erstellt, dass die Kinder uns gut nutzen können. Und das sind eben ganz, ganz viele kleinteilige Dinge. Um es vielleicht etwas spitz zu formulieren mit den Worten von Herrn Dreyer, das Kind soll ja vor Kapital gehen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir natürlich gut gestaltete Sachen für Kinder, die Kinder gut finden, wo Kinder gut navigieren können. Aber inwiefern tragen Sie denn auch dieser Schutzbedürftigkeit von Kindern Rechnung bei der Gestaltung? Also indem ich jetzt erstmal ein Angebot bereitstelle, das ausschließlich für Kinder ist. Das enthält keinerlei beeinträchtigende Inhalte. Das ist der Schutz. Die Kleinkinder kommen nicht raus aus dem Raum. Die älteren Kinder bekommen natürlich auch durchaus Werbung, das ist das Kapital, aber wir müssen uns ja auch von irgendwas finanzieren. Wir bekommen keinen Cent Rundfunkgebühr. Also die bekommen Werbung, aber natürlich nur das an Werbung, was auch auf einer Kinderseite was zu suchen hat. Sprich, das ist Spielzeugwerbung, das ist mal ein Kinofilm für Kinder. Das ist alles vorgeprüft von unserer Jugendschutzabteilung und von unseren Werberichtlinien gedeckt. Das sind die gleichen Spots, die es auch im TV gibt. Wir haben ein gutes Konzept, wie wir Eltern abholen. Wir haben auch noch eine eigene Elternwebsite, togoeltern.de, wo wir dann vieles erklären, was wir jetzt auf der Kinderseite nicht brauchen, weil wir wollen, dass die Kinder uns nutzen. Und ich finde alleine die Tatsache, dass wir Medienangebote in diesem geschützten Raum zur Verfügung stellen, trägt ja viel dazu bei, dass Kinder auch ein gutes Erlebnis im Internet haben. Denn tatsächlich ist es ja so, wenn wir über Kinder und ihre Online-Nutzung nachdenken, da müssen wir uns die Frage stellen, okay, wollen wir, dass die Kinder auf den Erwachsenenplattformen gut geschützt sind und sie dann trotzdem nutzen können? Oder wollen wir auch aktiv als Gesellschaft Kindern ein Kinderinternet zur Verfügung stellen? Und dieser Richtung wird meines Erachtens immer zu wenig diskutiert und außen vor gelassen. Wir haben vor 15 Jahren FragFin gegründet als Sammelplattform und als Ausgangsbasis für Kinder im Internet. Damals hatten wir, ich weiß nicht, Anke weiß es, 600-700 reine Kinderangebote. Das ist radikal zurückgegangen. Und unsere Gesellschaft ist, glaube ich, im Moment eher so von der Denke her dabei zu sagen, sollen die Kinder doch mit den Erwachsenensachen klarkommen? Sie sind da ja sowieso schon. Und nicht auf dem Ziel unterwegs, die Kindermedienlandschaft zu gestalten, auch im Internet. Das geht meines Erachtens mehr und mehr verloren. Und deswegen, unser Beitrag ist, da ein gutes Angebot zu machen, ein sehr, sehr gutes, umfangreiches Angebot, kuratiert, von Redaktionen geprüft, wo Kinder wissen, da kann mir nichts passieren. Frau von Stauffenberg, wie sieht das denn bei Meta aus? Also auch Sie haben natürlich Angebote für Erwachsene, Angebote, die sich eher an Jüngere richten, aber kein explizites Kinderangebot. Deswegen schließt das natürlich ganz gut daran an. Inwiefern denken Sie aber eben die Rechte von Kindern und Jugendlichen dann auch mit bei der Gestaltung von Facebook oder bei der Gestaltung von Instagram beispielsweise und gerade eben auch unter diesem Aspekt der Schutzbedürftigkeit? Genau, also es ist natürlich ein Angebot, was sich jetzt groß unterscheidet von dem, was wir gerade gehört haben. Also eines, was sich an jeden plus 13 Jahre alt richtet. Das heißt, wenn wir jetzt über junge Menschen sprechen und diejenigen, die wir auch jetzt besonders schützen wollen, also Minderjährige, dann ist das eher so der Bereich Teenager. Und die benutzen aber ja trotzdem die gleichen Produkte wie jetzt die Erwachsenen-NutzerInnen.
Und uns ist natürlich die Sicherheit und der Schutz von allen Nutzer und Nutzerinnen sehr wichtig, hohe Priorität, egal eigentlich erstmal, wie alt die sind. Aber natürlich ist uns auch ganz klar, dass es diese Unterscheidung zu machen gibt. Worauf muss man besonders bei minderjährigen NutzerInnen achten? Und wir sind da von drei Grundsätzen geleitet. Einmal, das Wort kam heute auch schon super oft vor, die Befähigung, die verantwortungsbewusste Befähigung, also hier auch erstmal wirklich zu festzustellen, dass eben diese Produkte von jungen Menschen genutzt werden. Und das ist einfach so, das muss man auch mal so akzeptieren. Und dann aber ihnen diese Befähigung an die Hand zu geben, wie kann man denn eigentlich sein eigenes Nutzererlebnis gestalten. Der zweite Punkt ist dann eben die altersgerechte Schutzvorkehrungen. Und der dritte Punkt ist Innovation. Und Innovation bedeutet eben, wir als Technologieunternehmen wollen überall, wo wir können, Technologie einsetzen, um zum Beispiel Schutz noch zu erhöhen. Aber Ihre Frage spielt ja vor allem auf den Punkt 2, also was haben wir eigentlich für Vorkehrungen? Und da genau kann ich auch mal ein paar Beispiele nennen. Also zum einen ist die ganze Plattform natürlich, oder die Plattformen, Instagram und Facebook, mit den gleichen Gemeinschaftsregeln, Gemeinschaftsstandards wird die sozusagen reguliert. Also wir haben unsere eigenen Regeln, die auf den Plattformen gelten. Die gelten auch global. Also das ist tatsächlich eine Sache, die gar nicht so einfach ist, diese Regeln für die ganze Welt zu bestimmen und dann eben auch noch darauf zu achten, was ist jetzt für welche Altersgruppe angemessen. Und in diesem Regelwerk gibt es einige Bereiche, die jetzt ganz speziell auch auf junge Menschen abzielen. Das kann der Bereich Bullying sein, über den haben wir heute schon gesprochen, Gewaltdarstellung, aber auch ja, sowas wie Nacktheit. Und darauf muss man natürlich ganz explizit achten und dann natürlich auch darauf, welche Inhalte dann junge Leute sehen und eben nicht sehen. Dann ein weiterer Bereich ist natürlich Werbung. Auch wir sind werbefinanziert und hier ist aber auch eine ganz klare Regelung, natürlich ganz verschiedene Güter, die gar nicht erst Jugendlichen angezeigt werden. Das ist natürlich so die typischen Sachen, Alkoholwerbung, aber auch für Produkte, die jetzt zum Beispiel ja, eher Erwachsene ansprechen sollen, wie Dating-Produkte, aber auch Themen, ja, die wieder ganz speziell bei Jugendlichen vorkommen, zum Beispiel Produkte zur Gewichtsreduktion. Aber die Kollegin von Google hatte das vorhin auch schon erwähnt, wir haben außerdem eingeschränkt, wie überhaupt Werbetreibende junge Leute erreichen können. Und Minderjährige können nicht personalisiert getargetet werden, das heißt nicht aufgrund ihrer Interessen. Es gibt nur sehr grundlegende, wenige Elemente, die da benutzt werden können, zum Beispiel sowas wie eben Mädchen in diesem Alter, aber nicht jetzt welche, die sich für Thema X interessieren. Also hier ist eine sehr starke Einschränkung vorgenommen worden. Auch. Also das ist auch eine Entwicklung, die dann so ein Tech-Konzern mitmacht. Und neben den Gemeinschaftsregeln, der Werbung, gibt es natürlich auch ein paar Produkte, die man gar nicht jetzt erst an junge Menschen ausspielt. Es gibt, wissen vielleicht gar nicht so viele, ein Produkt, das heißt Facebook Dating. Das ist natürlich jetzt nichts, was man da speziell an diese Zielgruppe ranträgt, aber auch sowas wie Marketplace, also der Verkaufsplatz auf Facebook. Und dann auf Produktebene, das ist vielleicht jetzt der letzte Punkt in diesem Bereich, wo ich ein Beispiel nennen möchte, ist, dass auf Produktebene viele Voreinstellungen gemacht werden, die für Menschen, die eben in ihrem Profil angeben, dass sie minderjährig sind. Das heißt, deren Location ist standardmäßig ausgestellt. Die muss man selbstständig einstellen, weil man hier mit sensiblen Daten, die man vielleicht über junge Menschen nicht wissen möchte und wo auch ganz klar ein Anschalten stattfinden muss, damit die überhaupt geteilt wird. Es werden auch immer regelmäßig Prompts gegeben, wenn dann so eine Einstellung verändert wird, dass das jetzt momentan sichtbar ist. Es gibt Kontakteinschränkungen von Erwachsenen und jungen Menschen, damit man eben nicht da in die falschen Hände gerät. Was haben wir noch? Instagram-Accounts werden immer auch standardmäßig als privat eingestellt, wenn man jung ist. Und das sind alles so Sachen, die man auf Produktebene von vorne herein mitgestalten kann. Herr Dreyer, wir haben jetzt eine ganze Menge Beispiele auch gehört, wie man also altersgerecht gestalten kann und was sozusagen gemacht wird, auch irgendwie in diesem Bereich dann schon. Trotzdem, Kind vor Kapital ist natürlich auch hängen geblieben bei mir, deswegen habe ich es auch schon angebracht. Das impliziert ja auch schon, Sie sind eigentlich nicht zufrieden mit dem, was bislang gemacht wird. Wie würde sich denn aus Ihrer Perspektive Design verändern, wenn man Kinderrechte wirklich ernst nehmen würde? Also erstmal Entschuldigung für den marxistischen Kampfbegriff. Ich habe den genommen, weil der die Sache im Kern trifft.
wenn ich altersangemessen gestalten möchte, dann muss ich meine Eigenlogik verändern. Ich muss die Kinderrechte als meine Eigenlogik nehmen und alles andere, Aufmerksamkeitsökonomie, Gewinnmaximierung und so, die sind nicht weg dadurch, aber die treten eben in den Hintergrund oder an die zweite Stelle. Also zuvörderst muss ich das Kindeswohlinteresse im Konzept und dann auch in der Umsetzung beachten. Und das heißt, dass wir von Anfang an versuchen, ein Produkt für Kinder bestimmter Altersgruppen zu entwickeln. Und das ist, das haben wir jetzt schon gehört, Birgit Gut hat das gut gezeigt, die wollen ein Produkt für Kinder machen und haben das sozusagen von Anfang an als Logik verstanden und auch als Motiv. Und Meta kommt jetzt aus einer anderen Welt sozusagen, also ein Angebot, was eher für Ältere war und mittlerweile zu einem Fast-All-Age-Angebot geworden ist. Die müssen das jetzt neu lernen. Und das ist keine Kritik, aber das ist eine wahnsinnige Herausforderung, das in einem gigantischen Konzern als Leitprinzip, und zwar nicht für alle Nutzenden, sondern nur für die Minderjährigen, so zu verinnerlichen, dass das von ganz oben bis ganz unten und in allen Produktions- und Implementationsschritten mitgedacht wird. Darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Ich fand vorhin ganz interessant dieses Beispiel von YouTube und YouTube Kids. Mhm. Denn auch die Großen machen sich natürlich Gedanken, wie kann man denn Produkte, die es schon gibt, dann vielleicht adaptieren. Und vielleicht liegt da auch gerade das Problem. Die sind dann eben, es gibt die Erwachsenenalternative. Aber hier, es gibt zum Beispiel ein Produkt von Facebook, das heißt Messenger Kids. Das gibt es nicht in Europa, aber in den USA ist es eben ein Messenger-Produkt. Und da ist eben die große Frage, welches möchte dann ein Kind auch verwenden? Welche Bildsprache spricht dann die ganze Range an? Also von, sagen wir mal, 8 bis aber auch 15. Also das finde ich so eine ganz interessante Blickweise auch, dass die großen Konzerne das versuchen mit Mini-Produkten ihrer bestehenden Produkte, aber das dann auch mit der Alternative oft nicht genutzt wird. Da werden wir auf jeden Fall auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne eine Frage aus dem Publikum nämlich gleich mal aufgreifen, die auch an Sie, Frau Gut, und an Sie, Frau von Stauffenberg, geht. Und zwar, werden die Angebote hinsichtlich ihrer Qualität und Wirkung evaluiert? Und wenn ja, inwiefern transparent, öffentlich, wie oft? Ja, also unsere Angebote werden, das habe ich ja gerade schon geschildert, eigentlich permanent evaluiert mit den Kindern zusammen in UX-Labs, meistens mit in Einzelinterviews. Wir haben jetzt auch gerade mal einen Test mal wieder gemacht mit Glasses, also das ist so ein Eye-Tracking-System, da sehen wir, wo die Kinder hingucken auf der Website, wie ihre Blickspur geht, um das alles optimieren zu können. Wir machen auch die Interviews mit Kleinkindern, da nehmen wir die Eltern mit, die Eltern sind dann oft Übersetzer, also viel auch eigentlich beobachten und gar nicht so viel interviewen. Das Ganze veröffentlichen wir aber nicht. Das nutzen wir für den Produktentwicklungsprozess. Meistens ist das ganze Produktteam mit dabei, wenn wir die Kinderinterviews machen. Die gucken hinter der Scheibe zu. Oder manchmal setzen wir dann auch den Designer neben das Kind und er führt das Interview, damit er auch noch mal ein bisschen näher ranrückt an seine Zielgruppe. Und was man dann auch noch machen kann, ist AB-Testings. Das heißt, man entwirft nochmal zum Beispiel eine neue Startseite, überlegt, welches Zeichen könnte denn gut klappen für den Zurück-Button und dann macht man zwei verschiedene Variationen und schickt es online an zwei verschiedene Nutzergruppen und schaut dann, was besser klappt, was besser genutzt wird. Also man kann auch technisch natürlich ganz klar sich Learnings holen in Bezug auf die Usability des Produktes. Aber auch das ist, das Wissen ist bei uns ganz gut gesichert und wird weitergegeben vom Team zu Team. Eine Veröffentlichung haben wir da bisher noch nicht in Betracht gezogen, hat mich auch noch keiner gefragt. Also ich würde sagen, wir machen ganz ähnliche Sachen, Forschung mit NutzerInnen, mit Eltern, aber auch mit ExpertInnen. Wir sagen auch immer wieder, wer dem Instagram-CEO Adam Mosseri folgt auf Instagram, der weiß das auch, wir testen andauernd Produkte und das heißt, dann kriegt die auch nur eine kleine Zielgruppe zur Verfügung gestellt und dann wollen auch immer die anderen Creator wissen, warum sie das jetzt noch nicht testen können und daraus ergibt sich natürlich auch viel Insights. Ein Beispiel, was ich hier vielleicht nennen kann,
ist das Verbergen von Likes. Das ist bei Instagram vor 2 Jahren das erste Mal getestet worden. Dann gab das eben ein paar Nutzer, da wurden immer die Likes ausgeblendet, wenn die Posts gemacht haben. Und dann hat man evaluiert, ist das etwas, was die Nutzer oder Nutzerinnen möchten? Und soll man das beibehalten, soll man das überall ausrollen, sollen das alle Nutzer so kriegen, würde man so dann eben ganz stark verändern, wie eigentlich die Plattform genutzt wird. Und durch dieses UserInnen-Feedback hat man sich dann darauf geeinigt, man macht das als eine Default-Option für jeden einzelnen Post. Das heißt also, jetzt kann man sich entscheiden, wenn ich über ein Thema spreche, wo Likes irgendwie überhaupt nicht passen, dann kann man das eben verbergen. Man entscheidet das aber bei jedem einzelnen Beitrag, den man veröffentlicht. Und das ist so ein typisches Beispiel von, hier hat man was ausprobiert, geschaut, ob das funktioniert, vor allem mit eben NutzerInnen-Befragungen. Und was die Transparenz angeht, ich denke, auch da sind wir wahrscheinlich eher so in Produktteams, die sich das direkt angucken. Es gibt aber von einem Team, über das wir später vielleicht noch sprechen, wenn wir über Design sprechen, schon Veröffentlichungen von, wenn solche Momente stattfinden, wo man tatsächlich Nutzerinnen, Eltern, Teenager befragt. Da werden dann Reports danach zusammengestellt und auch veröffentlicht und sind dann auch öffentlich einsehbar. Herr Brüggen, was ich auf jeden Fall daraus jetzt mitnehme, aus dem, was bislang schon gesagt worden ist, also wir müssen eigentlich viel stärker dahin kommen, dass wir die Einstellung eben verändern können, je nachdem, was eben Kinder oder Jugendliche brauchen. Und auch das haben Sie ja angesprochen bereits in dem Vortrag, dass wir eher ein needs-appropriate Design brauchen, also weniger eine klassische Altersstufe, so die ist es jetzt, du bist eben 5 Jahre alt und so sieht es jetzt für dich aus. Wie könnte man das denn im Design übersetzen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da schon Ideen, wie, sage ich mal, so eine fluidere Altersgestaltung aussehen könnte? Also zuerst muss ich die Lorbeeren, glaube ich, Stefan Dreier für den Needs-Based Approach zuschreiben. Aber ich stimmt, Sie waren. Aber alles gut. Ich denke, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Einer ist, dass wir wissen, dass die Plattformen viel über die Nutzer wissen. Also die wissen, was sie machen wollen. Und das ist vielleicht ja auch ein Wissen, was man dafür nutzen kann, um die Unterstützungsangebote entsprechend auszugestalten. Was man auch machen kann, ist eben tatsächlich abfragen. Also gerade, ich hatte vorhin angemerkt, mit Blick auf die Design Principles, dass an einer Stelle nur illegal Content ausgeschlossen und ausgeblendet werden können soll. Ich finde durchaus, gerade wenn wir an Kinder denken, interessant darüber zu sprechen, dass die aktiv ihre Interessen angeben können und sagen, das will ich sehen und das will ich nicht sehen. Und das sind sicherlich Entscheidungen, die Kinder sehr gut selber treffen können. Wir haben vorhin in der Pause schon so ein bisschen andiskutiert, wie sinnvoll wir Altersstufen finden. Und ich bin durchaus einer derjenigen, die sagen, also ideal wäre natürlich eine Welt, in der das Angebot möglichst gut an das einzelne Kind angepasst werden kann. Zugleich wissen wir, dass Eltern ein bisschen Komplexitätsreduktion immer sehr gerne mitnehmen. Und dass da unter so einem Gesichtspunkt vielleicht doch Altersstufen eine interessante Option sein können, um so Gruppierungen, wo wir eben auch wieder datenbasiert wissen, das sind typische Tätigkeiten, die Kinder in einem bestimmten Alter machen, auch Verständnis für Tätigkeiten, das sie mitbringen. Also das könnte dann sozusagen so eine Grundlage bieten. Und da wäre es dann, glaube ich, sinnvoll dann halt immer, wenn man, also ich will jetzt nicht wirklich Altersstufen oder Gruppen festlegen, dass also da gibt es ja Vorschläge, aber insbesondere fände ich wichtig, dann zu den Grenzen hin, die offener zu gestalten. Also dass insbesondere Eltern eben Möglichkeiten haben, da das Angebot zu öffnen. Weil ich glaube, im Erziehungshandeln oder zumindest erreichen uns ganz viele Fragen, was sollen Kinder in welchem Alter dürfen und so weiter. Das ist natürlich ideal, wenn die Eltern das mit ihrem Kind auch aushandeln können und auch ein Verständnis dafür haben, was sie ihrem Kind erlauben können. Wir wissen aber auch, dass das nicht realistisch ist, dass sich alle Eltern so ausführlich damit auseinandersetzen. Insofern, gerade vor dieser Realität, glaube ich, ist es hilfreich, Altersranges zu haben, die man dann eben unterschiedlich anpassen kann. Also das wären so unterschiedliche Ideen, wie man das umsetzen könnte, auch in Angeboten. Herr Dreier? Ja, also ich bin auch kein Kritiker von altersangemessener Gestaltung, aber unter den guten, modernen Ansätzen ist es die Schrotflinte. Ich
entschuldige mich für dieses schlechte Bild, aber man schießt eben auf sehr, sehr breite Entwicklungsgruppen. Und das ist schwierig, gerade für Marginalisierte, für besonders vulnerable Gruppen, zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, Minderjährige, die Lernprobleme haben, kognitive Nachholbedarfe, die rollen damit in normalisierte Altersgruppen. Und das möchte ich einfach zu bedenken geben. Und wir reden über Angebote, die sind zum größten Teil hyperpersonalisiert. Das heißt, der Anbieter weiß sehr, sehr viel von dem, was eine Nutzerin, ein Nutzer auf der Plattform macht. Und kann, wenn man Supportive Design zum Beispiel als Ansatz nimmt, eigentlich bei jedem Mal, wenn eine Nutzerin oder ein Nutzer eine Funktion zum ersten Mal ausprobiert, dann an die Hand nehmen und sagen, du möchtest ein Foto posten. Hast du das Gefühl, dass das ein Foto ist, was du auch deiner Oma zeigen würdest oder was vielleicht Klassenkameraden benutzen, um dich hinterher zu hänseln? Bist du dir immer noch sicher, dass du das posten möchtest, das Foto? Oder bei den Datenschutzeinstellungen, wenn ich was verändere, dass ich in dem Moment sozusagen die Unterstützung bekomme vom Angebot und dann, wie im Verkehrslernen auch irgendwann sagen kann, ja, ich habe es begriffen. Und dann taucht es nicht mehr auf. Und ich, also technisch ist das kein Problem und von den Daten und dem Wissen über die einzelnen Nutzenden eigentlich auch nicht. Deswegen glaube ich, ist das sozusagen die nächste Stufe, über die wir sprechen müssen, dass es wirklich unterstützende, kontextsensitive Angebote dann gibt. Kann denn das Recht oder auch die Rechtsprechung so einen Prozess beschleunigen, also dass wir eben tatsächlich zu einer stärkeren Personalisierung auch im Hinblick auf das Alter kommen? Jein. Ich warne immer davor, obwohl ich Jurist bin, das Recht überzustrapazieren. Wir haben es mit sehr, sehr unterschiedlichen Angeboten zu tun, auch sehr, sehr unterschiedliche Kommunikationskontexte innerhalb eines Angebotes und über Angebote hinweg. Und da dann rechtlich Vorgaben zu machen, wer was wie zu tun hat, kann immer auch dazu führen, dass es am Ende überhaupt nicht mehr praxisnah ist. Oder, was wir jetzt gerade sehen, etwa beim Artikel 28 DSA, dass es so vage ist, dass ich als Anbieter keine Ahnung mehr habe, ob ich gerade compliant bin oder nicht. Ich mache was, ich tue mein Bestes oder auch nicht und weiß aber auch nicht, ob es reicht. Und das sind wieder so ja, Probleme von Rechtsunsicherheit, die im Zweifel dazu führen, dass die großen Anbieter viel versuchen, viel machen und im Zweifel auch die Ressourcen haben, das zu tun und das zu monitoren und sich in den Austausch mit den Regulierern zu begeben. Kleine und mittelständische Unternehmen haben eigentlich keine Chance. Und damit schaffen wir dann wieder einen Rechtsrahmen, der zu viel von diesen sehr, sehr kontextsensitiven Sachen versucht zu regulieren und dadurch kleine und mittelständische Angebote dann wieder in eine auch wirtschaftlich prekäre Lage bringt, weil die sich das nicht leisten können, so aufwendige Sachen zu machen oder langfristige Streite in Rechtsunsicherheiten auszufechten. Mich erreichen hier diverse Fragen, die alle so in eine Richtung zielen. Und zwar, was denn eigentlich die Schutzvorkehrungen für Minderjährige helfen, wenn das Alter nicht gesichert überprüft wird? Dann gibt man eben falsches Alter an und dann ist ja gut. Beziehungsweise eben auch die Frage, wie kann man denn Altersgrenzen effektiv durchsetzen? Ich gebe die Frage eben einfach mal an Sie beide, Frau Gut und Frau von Stauffenberg, weiter. Was also Mechanismen sind, die Sie vielleicht auch schon einsetzen, um so eine Altersgrenze tatsächlich effektiv durchzusetzen? Also ich glaube, es ist auch schon an einigen Stellen heute betont worden, dass das halt die Kernfrage ist, die die ganze Industrie schon seit Jahren beschäftigt. Und sie ist eben nicht trivial. Ich glaube, Sie haben das gesagt heute Morgen. Es ist eben nicht trivial, sondern hochkomplex. Also was will man auch abfragen? Wie kann man dann beweisen, ob das stimmt? Aber ich würde auch sagen, dass sich da viel getan hat in letzter Zeit. Also ich kann jetzt für uns sprechen. Wir haben letztes Jahr angefangen, weitere Altersverifizierungen zu nutzen, als jetzt über das Hochladen des Personalausweises hinaus, und zwar die Gesichtserkennungsplattform Yoti, die auch von der FSM und der KJM zertifiziert wurde, als eben datenschutzrechtlich okay und hilfreich. Und hier ist eben diese Technologie, künstliche Intelligenz und lernendes Datenmodell, das eben bestimmen kann, wie alt jemand ist anhand eines Selfie-Videos. Das ist eine Option, die Plattform jetzt anbietet. Die große Frage ist natürlich immer auch, wann fragt man eigentlich Leute, wie alt sie sind? Jetzt hier der Fall, man hat vorhin darüber gesprochen, dass die
NutzerInnen dann ganz gerne, wenn sie merken, sie kriegen jetzt langweilige Inhalte angezeigt, dann machen sie sich älter, damit das nicht mehr so langweilig ist. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo dann Instagram einschreiten würde und sagt, okay, jetzt bitte einmal kurz beweisen, wie alt du eigentlich wirklich bist, weil man eben dieses Verhaltensmuster schon gecheckt hat. Und da ist jetzt eben Yoti eine Möglichkeit. Es gibt auch die sogenannte Social Vouching-Möglichkeit. Da kann man dann einen drei Freunde, die volljährig sein müssen, fragen, ist man so alt? Das ist ein weiterer Weg und natürlich kann man weiterhin seinen Personalausweis hochladen. Aber man kann sich natürlich auch fragen, was ist denn eigentlich der richtige Moment? Sollen das die Apps machen und muss das dann jede App für sich selber entwickeln? Kann man sich überlegen, sollte das sollte das irgendwie deviceübergreifend passieren? Das sind jetzt so Kernfragen, die wahrscheinlich mehr und mehr diskutiert werden. Frau Gut, ich erinnere mich auf jeden Fall an die Rechenaufgabe. Ansonsten? Bei uns geht es ich würde das mal, weil wir sind Kinderangebot und wir wollen die Kinder erreichen. Und bei den Erwachsenenplattformen geht es ja eher darum, dass die User in irgendeiner Weise tricksen müssen. Damit sie auf die Plattform kommen, müssen sie sich älter machen. Das ist alleine schon wirklich, finde ich, eine Katastrophe, dass man Kindern schon beibringt, bei der ersten Online-Nutzung zu lügen und falsche Angaben zu machen zu der Person. Weil sie haben ja nun mal den Wunsch, auf WhatsApp zu kommen oder auf Instagram. Was uns tatsächlich fehlt, und das kam ja heute auch schon bei dir, ist eine empirische Basis, die vielleicht auch von mehreren getragen ist und finanziert ist und die uns Auskunft darüber gibt, wie die Mediennutzung von Kindern aussieht und auf welchen Plattformen sie mit welchem Zeitbudget verbringen, damit wir dann mit diesen Informationen faktenbasiert auch darüber sprechen können, was zu tun ist. Ich komme ja aus der Fernsehforschung und die Fernsehforschung arbeitet so, dass wir 12.000 Personen in einem Panel haben und die Daten werden jeden Morgen hochgerechnet und wir können genau sehen, wie alt waren die Kinder, die uns gestern geguckt haben, was haben die geguckt, welche Sendungen und so weiter. Wir haben den komplette Transparenz des Marktes und wir wissen sehr viel eben über eine Panelforschung über die Nutzung. Es gab vor vielen Jahren auch schon mal einen Anlauf, Google mit reinzunehmen in diese Fernsehforschung, in die YouTube mit reinzunehmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht gemacht wurde, deswegen, weil nämlich rausgekommen wäre, wie viele Kinder pro Tag YouTube nutzen. Dann hätte Google ein Problem bekommen. Und genau das fehlt meiner Ansicht nach, ein gutes Forschungskonzept, damit wir sehen, auf welchen Plattformen sind die Kinder, mit welchem Zeitbudget, wie alt sind die, und das auf einer neutralen, sauberen Basis. Wir können uns das sonst immer nur herleiten über Befragungen von Kindern und von Erwachsenen. Ich schätze mal, die Kinder haben heute eine Mediennutzung von 180 Minuten am Tag, die 3- bis 13-Jährigen. Davon sind noch 30 Minuten Fernsehen, davon 20 Minuten Kinderfernsehen. Alles andere entfällt auf große Plattformen. Aber wir haben keine Transparenz und wir reden auch nicht darüber als Gesellschaft, weil wir eben diese Daten nicht haben. Glauben Sie denn, weil Sie auch gesagt haben, wir bräuchten eigentlich ein gutes, in Anführungszeichen, Kinderinternet, dass wenn wir das hätten, eben dieses Problem gar nicht mehr entstehen würde, also dass eben Kinder und Jugendliche gar nicht mehr unbedingt zu den erwachsenen Plattformen rennen würden? Teilweise. Wenn wir das Angebot machen, dann würden sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit auf den Kinderplattformen verbringen. Wir hatten früher Chats und Communities für Kinder. Das haben wir alles dicht gemacht. Schüler-VZ war ein toller Ansatz. Das ist alles nicht mehr vorhanden. Was machen die Kinder? Erst waren sie jetzt auf, vielleicht ein bisschen auf YouTube in den Kommentarfunktionen. Sie suchen händeringend nach irgendwie Austausch in der digitalen Welt. Jetzt sind sie alle auf den Spieleplattformen. Sie sind bei Roblox und bei anderen Multiplayer-Games und nutzen das als Chat-Funktion, um mit ihren Kumpels, aber natürlich auch mit völlig Fremden zu kommunizieren im Netz. Weil die suchen sich natürlich immer die Schlupflöcher, weil wir bieten aber nichts mehr auf eine kindgerechte Art und Weise. Wir machen keine Angebote an die Kinder. Das können wir auch als kommerzielles Unternehmen tatsächlich nicht mehr finanzieren, weil wir brauchen ja dann einen hohen Moderationsaufwand für den Kinderchat. Das haben wir früher gemacht. Also all das ist ein Stück weit verloren gegangen. Und wir müssen uns als Gesellschaft einfach nur fragen, welche Medienlandschaft wollen wir Kindern anbieten? Und das müssen wir uns bewusst machen. Und wir brauchen empirische Daten. Das wäre ein großes Anliegen von mir.
Herr Brüggen, wenn Frau Gut sagt, wir brauchen auf jeden Fall ein anderes Angebot und es wäre auch ganz wichtig, dass wir die Kinder eben nicht zum Lügen zwingen, wenn sie am Internet teilhaben wollen, so wie es eben jetzt gerade ist. Wie wichtig wäre es denn oder ja, wie wichtig wäre es denn, Kinder und Jugendliche von Anfang an zu beteiligen, auch bei solchen Maßnahmen wie Safety by Design oder eben auch Age-Appropriate Design-Maßnahmen, damit wir vielleicht aus diesem Dilemma so ein Stück weit rauskommen? Also erstmal würde ich die Forderung unbedingt unterstützen, dass es Angebote geben soll oder muss für Kinder und würde mich auch nochmal der Beschreibung anschließen, dass es eben früher mehr gab, was auch durchaus genutzt wurde von Kindern. Also wenn man gerade den Chat der Kinderseiten anschaut, der war voll jedes Mal. Der hatte begrenzte Plätze nur und der war jedes Mal voll ausgebucht und auf jeden Fall angesprochen. Da muss man natürlich sagen, das war damals ein sehr hoher Moderationsaufwand. Mhm. Vielleicht ist es heute anders zu gestalten. Das kann ich schlecht jetzt von hier aus beurteilen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es heute anders skaliert werden könnte. Und wenn wir jetzt dann auf die Beteiligung von Kindern gehen, ich denke, das ist also wir haben es vorhin schon in ganz vielen Beispielen gehört, dass es eben sehr ertragreich ist, auch Kinder mit einzubeziehen, um erstens schon solche Aspekte zu verstehen, wie wird das Angebot verstanden, wird das Wording verstanden, auch gerade wenn es darum geht, auch entsprechende Unterstützungsangebote bereitzustellen, dann kann ich vielleicht als Anekdote aus einer eigenen Forschung berichten, wo wir mit Heranwachsenden darüber gesprochen haben, über Interaktionsrisiken und wir festgestellt haben, dass Belästigung auf so viele, also auf unglaublich vielfältige Weise verstanden werden kann, während wir als Erwachsene vielleicht unter Belästigung online relativ schnell eine relativ klare Vorstellung haben, was da passieren kann. Und das kann bei Kindern eben noch, oder also in der Altersgruppe 9- bis 12-Jährigen, ein Riesenspektrum an Dingen sein, worüber die dann sprechen. Also allein um sowas zu verstehen, ist es enorm wichtig, Kinder und Jugendliche einzubeziehen oder die jeweilige Altersgruppe. Ihr Ansatz war Supportive Design, ja. Das Wohlbefinden stärken, und statt jetzt nur nicht zu schaden sozusagen. Kann das denn nicht auch ein ganz explizites Qualitätsmerkmal sein, eben auch für Plattformen beispielsweise? Also Frau von Stauffenberg, wie denken Sie darüber? Also jetzt sitzen ja hier drei Design-Experten auf dem Panel und ich bin keine, deswegen werde ich es ein bisschen kurz halten. Aber auch Meta macht sich natürlich dazu Gedanken, auch schon sehr lange. Und zwar gibt es natürlich, die wurde heute auch schon angesprochen, die UN-Kinderrechtskonvention und die sagt ja, man muss im besten Interesse des Kindes Gestaltung machen. Und daraus abgeleitet hat sich dann dieses Team, was ich eingangs kurz erwähnt habe, was auch die Reports veröffentlicht über eben Einbindung von jungen Menschen, das heißt TTC Labs, Trust Transparency Control Labs, und die befassen sich eben genau damit, wie müssen vor allem so harte Themen eben wie Sicherheit, Kontrollmechanismen und Transparenz, wie müssen die eigentlich in das Design eingebettet werden. Und diejenigen haben sich dann überlegt, was macht man mit den Vorgaben der Kinderrechtskonvention, wie entwickelt man da seine eigenen Prinzipien und haben, so wie man das dann macht im Co-Design und im Workshop-Format mit ExpertInnen, mit der Zielgruppe, also das sind dann eben junge Menschen, aber auch Eltern, PädagogInnen, mit denen nochmal neue Ansätze abgeleitet. Und da kommen dann tatsächlich auch so Dinge vor, wie zum Beispiel Kind vor Kapital in weniger Kampfformulierung. Aber eben genau, wirtschaftliche Interessen hinten anstellen, die Beteiligung von jungen Menschen, dass man sich dazu verpflichtet. Das ist dann so eine Reihe an, ich glaube, 6 bis 10 eigenen Prinzipien, die sich dann so ein Konzern nochmal überlegt hat. Und dieses TTC Labs Team ist auch das, was sich immer regelmäßig eben mit den Zielgruppen austauscht, Forschung betreibt, ganz viele so 1:1 Interviews macht mit Teenagern und Eltern. Und ja, das eben ganz regelmäßig. Mhm.
Ich würde gerne nochmal, was schon angesprochen worden ist, auf die Erwachsenenplattformen, die jetzt eben von den Jugendlichen gekapert werden, zurückkommen, weil vielleicht finden wir eine Idee, wie man die sogenannte, ich glaube, Sie haben es gesagt, die Zielgruppe dazwischen eigentlich besser erreicht, die jetzt nicht mehr bei YouTube Kids sein will, die aber eigentlich noch nicht alt genug dafür ist, einfach seinen YouTube-Account zu haben, zu betreiben oder dort alle Inhalte zumindest zu sehen. Deswegen werfe ich das einfach mal in diese Runde, ob es Ideen gibt, wie man diese Zielgruppe eben der Jugendlichen, die offensichtlich vernachlässigt wird, erreichen kann. Da sind alle also, still. Wer traut sich? Ich glaube, erreichen kann man sie mit guten Angeboten. Also mit Angeboten, die für sie attraktiv sind. Das zeigt ja, dass sie sich Angeboten zuwenden, die für sie eigentlich noch nicht gemacht sind, die für sie aber interessante Dinge bieten. Also tatsächlich finde ich, also gerade, wir haben vorhin über, also es gibt diese zwei Perspektiven, entweder kindspezifische Angebote aus der Kindheit heraus entwickeln. Ich glaube, das hat eine Altersgrenze, ja, bis wo das funktioniert. Und für jenseits dieser Altersgrenze braucht man Angebote, die sich orientieren an den Angeboten für die Erwachsenen, die aber dann wiederum so, wie vorhin eben nach dem Prinzip des Supportive Design in dem Basketballplatz irgendwie so von den Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass die Jüngeren da schon spielen können, aber eben unterstützt werden beim Entwickeln oder beim Kennenlernen der verschiedenen Optionen und noch besondere Schutzfunktionen da drin enthalten sind. Aber eben beides, nicht nur einfach ein Raum, der beschnitten ist, wo der Zaun vor dem Korb steht, also um bei diesem Bild zu bleiben, sondern der eben mit Einbeziehung der Perspektive der Heranwachsenden so gestaltet wurde, dass es durchaus attraktiv schon ist, aber sie die Unterstützung erhalten. Ich würde jetzt auch mal behaupten, es ist ja wie mit allen Verführungen des Erwachsenwerdens. Jugendliche kriegt man, würde ich behaupten, schlecht auf eine eigene Plattform, oder? Also würde ich auch sagen, vielleicht ein kurzer Einwurf, weil die Gruppe, über die wir jetzt sprechen, die ist ja vielleicht auf den Plattformen, die ich heute hier vertrete. Und da werden die auch eben behandelt, wie Leute, die befähigt werden sollen, auch zu lernen, wie man online sich verhält, wie man mit anderen Menschen umgeht, mit eben diesen Schutzvorkehrungen, die ich vorhin genannt habe, die dann für ihre Altersgruppe schon noch vorherrschen. Aber ich glaube, dass man auch ganz viel mit eben proaktiven Tools arbeiten kann, an denen man auch lernt, dass man die Interaktion mit anderen Menschen auf der Plattform mitbestimmen kann. Zum Beispiel sowas wie Keyword-Filter. Also man kann einstellen, welche Wörter man weder in Kommentaren oder Direktnachrichten bekommen möchte. Es gibt sowieso schon viele Wörter, die jetzt vielleicht wirklich in Richtung Beleidigung gehen, die da jetzt so eine künstliche Intelligenz schon rausnehmen möchte, aber auch andere Sachen, mit denen man da nichts zu tun haben möchte, kann der User, die Userin selber einstellen. Oder was Sie vorhin angesprochen hatten, dass man den jungen Menschen auch zutraut, dass die selber entscheiden, was möchten sie sehen, was möchten sie nicht sehen. Man kann im Explore-Feed von Instagram sagen, all das will ich eigentlich nicht mehr sehen. Kann man einzelne Einträge damit vermerken, dass man dass einen das Thema nicht interessiert. Man kann aber auch Themen mit Schlagwörtern reinschreiben. Also ich möchte keine Kochvideos sehen, ich möchte keine Beauty-Filter ausgespielt bekommen. Das kann man alles einstellen. Und ich glaube, dass man diese Tools an junge Menschen heranträgt und ihnen da diese Befähigung gibt und das Gefühl des Selbstgestaltens, des Selbstdesignens eigentlich ihrer Erfahrung, das wäre jetzt so ein Ansatz, den wir verfolgen. Aber wo zieh mal die Grenze zwischen ich will und ich darf? Ich will ja das eine nicht sehen, ist ja eine Sache, aber ich darf vielleicht das andere noch nicht sehen, ist ja dann wiederum was anderes. Ich glaube, das ist die ganz wichtige Grenze, dass man eben den Bereich festlegt, was ist jetzt wirklich schädigende Inhalte oder illegale oder welche, die jetzt vielleicht eine bestimmte Altersgruppe wirklich nicht sehen sollte und wo muss man das vielleicht auch selber lernen. Und ja, da ist wahrscheinlich so der Spagat zwischen Bevormundung und noch Freiraum lassen. Also ich würde auch in der Tat behaupten, dass wenn wir von Jugendlichen sprechen, dann müssen wir sie befähigen, dass sie mit den ganzen Angeboten und technischen Möglichkeiten so umgehen, dass sie
ja, ihre Plattform individualisiert ausgestalten und so wie du beschrieben hast, das kriegen die hin. Die sind halt, man muss es vielleicht gut an sie herantragen und kommunizieren und dazu vielleicht auch ein paar Influencer mal benutzen, ein paar Leute, die irgendwie sehr angesagt sind bei denen, von denen die sich was sagen lassen. Das kriegt man aber hin, aber da müssen sich auch alle Plattformen einig sein. Da muss man so jemanden wie TikTok mitnehmen und das ist eine echte Herausforderung, auch immer zu wissen, wo sind die gerade, die Jugendlichen. Da muss man ganz viel Trendforschung machen und immer wieder mit denen sprechen und schauen, ja, wem folgt ihr gerade, wer ist ein Vorbild und das zusammenbringen. Aber das funktioniert. Und für Kinder würde ich immer sagen, ja, großes Angebot bereitstellen, damit sie auch, wenn sie am Tag mal sich fallen lassen wollen und mal nicht mit Inhalten konfrontiert werden wollen, die vielleicht ein bisschen verstörend sind oder unbekannt, dass sie dann auch immer so diesen Kindermedienraum haben. Ja. Das sind ja eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe auch. Also zum einen lerne ich sozusagen die technischen Möglichkeiten, ich werde dabei angeleitet, aber auch, was erlebe ich dort oder was sehe ich dort? Also das sind ja auch sozusagen zwei unterschiedliche Sachen. Also das eine, ich beherrsche technisch eine Plattform, aber auch, was bekomme ich eben dort zu sehen? Also das würde ich vielleicht auch nochmal irgendwie differenzieren, weil ich glaube, der Gedanke ist natürlich ganz toll. Wir befähigen sozusagen die Jugendlichen, diese Plattform zu nutzen, aber trotzdem müssen wir ja schauen, was bekommen sie dort zu sehen, nicht nur, wie nutzen sie diese Plattform. Und da kommen wir vielleicht nochmal auf die Eltern eben zu sprechen. Inwiefern sehen Sie denn da, also gerade jetzt auch als InhalteanbieterInnen, die Rolle von Eltern? Also wie stark müssen die eben noch eingebunden sein? Weil Herr Brüggen hat es ja schon gesagt, man kann auch nicht davon ausgehen, dass alle Eltern sich so einbringen können, dass sie ihre Kinder eben begleiten in diesem Prozess. Inwiefern denken Sie das mit, wenn Sie also Plattformen gestalten, Inhalte gestalten? Also Eltern sind für uns eine totale Kernzielgruppe, denn die sind ja immer noch die, genau, klar, natürlich sagen Teenager ihren Eltern jetzt nicht immer, was sie genau machen online, aber es ist ja doch noch eine ganz konkrete, ja, erziehungsberechtigte Person, die wir erreichen wollen mit Know-how, aber auch Infomaterial, was eigentlich die Plattform anbieten, was möglich ist, aber auch ihnen dabei helfen, vielleicht mit ihren Kindern ins Gespräch darüber zu kommen, was sie online machen. Und das können wir als Plattform einerseits machen, indem wir ihnen, ja, Infomaterialien zur Verfügung stellen. Also es gibt natürlich den Elternguide von der FSM, da sind wir Unterstützer der ersten Stunde, der ja wirklich mit einem ganz tollen Partnernetzwerk, unter anderem JFF, auch tolle redaktionelle Inhalte erstellt zu eben den total neuen Trends, die sich da genau mit befassen, was muss man eigentlich Eltern jetzt Neues erzählen. Das finde ich ein ganz wichtiges Angebot. Hier gibt es auch virtuelle Elternabende, wo sich immer mehrere hundert Eltern einwählen und eben informiert werden. Sowas kann man unterstützen als Plattform. Infomaterialien, wir haben einen Elternguide rausgebracht mit ClickSafe, Safer Internet Österreich, aber auch einer Influencerin, Jana Ina Zarella, die auf der einen Seite eben viele Menschen erreicht, aber auch dieses Thema Elternsein, junge Menschen mit Interesse an sozialen Medien zu erziehen, großzuziehen. Die hat uns dann natürlich sehr viel mit Reichweite geholfen, aber dann die Partner ClickSafe und SaferInternet.at wieder mit der Expertenebene. Und dann können wir natürlich auch gucken, was machen wir auf Produktebene. Und da gibt es die Elternaufsicht seit letztem Jahr bei Instagram. Da kann man sich dann als Erziehungsberechtigter mit seinem Kind vernetzen. Vorhin wurde schon angesprochen, dass da natürlich ganz wichtig ist, dass die Kinder das auch wissen und kapieren und auch verstehen, was sehen jetzt eigentlich Eltern. Und die müssen auch zustimmen. Also diese Elternaufsicht kann nicht eingestellt werden, wenn die jungen Leute dem nicht zustimmen. Und die kann auch nur beidseitig wieder beendet werden. Und hier kriegen Eltern einen gewissen Einblick, natürlich nicht alles, was so relevant ist. Und es sind zum Beispiel Themen wie viel Zeit verbringen Jugendliche die Kinder online jeden Tag. Hier ist es auch den Eltern dann möglich, in Absprache mit dem Kind Ruhezeiten einzulegen. Wenn also ab 3 Uhr Hausaufgaben gemacht werden sollen, dann kann man einstellen, dass da wirklich die App nicht genutzt werden kann. Das ist dann keine Erinnerung oder so, sondern wirklich Shutdown sozusagen. Man wird außerdem darauf hingewiesen, das finde ich eigentlich auch einen sehr spannenden Ansatz, wenn ein Kind etwas meldet, einen Inhalt, dann werden die Eltern informiert. Aber da sehen die jetzt nicht unbedingt schon, wer hat das gepostet, was ist der Inhalt, sondern das regt halt dazu an, sich auch darüber zu unterhalten und zu sagen, ich habe das hier gesehen,
was war denn da, warum hast du das gemeldet, hast du auch kapiert, wie das ging. Und das ist eben so ein Produkttool, was jetzt eingeführt wurde und wo ich das Gefühl habe, das ist so eine gute Mischung aus Kontrolle, aber eben auch Gespräch und Austausch. Und das gibt es zum Beispiel auch für die Entwicklung von VR-Apps jetzt, die ja auch bei Meta gerade ganz oben stehen. Da gibt es auch ein Elterntool. Wir bewegen uns leider, es gäbe noch so viel zu besprechen, langsam schon auf die Zielgerade zu. Herr Dreyer, vielleicht noch eine letzte Frage für Sie, bevor wir in eine kleine Schlussrunde gehen. Das Ganze schreit natürlich nach Regulierung. Inwiefern kann denn sozusagen Regulierung etwas bewirken, um also Nutzungsrisiken für Kinder und Jugendliche zu minimieren? Und was für Instrumente könnten Sie sich da vorstellen? Also, wo wir Regulierung brauchen und auch haben, sind einfach schlimmste Inhalte. Die sind strafrechtlich relevant und da haben wir uns als Gesellschaft im Strafgesetzbuch unter anderem dazu entschieden, bestimmte Inhalte als unzulässig zu deklarieren und die müssen wir umsetzen, diese Gesetze. Das trifft jetzt bei Plattformen auf einen Haftungsrahmen, der die Plattformanbieter aus vielerlei Gründen privilegiert, nämlich die sind nicht verantwortlich für die Inhalte, die andere Nutzer da posten, solange bis sie Kenntnis davon haben. Und das ist ein Anreiz zum Wegschauen, denn in dem Moment, wo ich anfange, meine Inhalte zu überprüfen, stehe ich eben mit einem Bein in der Haftung, deswegen mache ich es lieber nicht. Und das ist ein Dilemma, in dem wir jetzt seit über 20 Jahren feststecken sozusagen. Der DSA öffnet das ein wenig und ich verspreche mir, jetzt nicht das Paradies auf Erden davon, aber jedenfalls einen Schritt weiter, dass das freiwillige Monitoring von nutzergenerierten Inhalten nicht mehr dazu führt, dass man in die Verantwortung rutschen kann. Das ist also diese gute Samariter-Klausel im DSA. Ich glaube, dass wir das erleben werden, dass mehr Monitoring stattfindet auf den Plattformen, auch effizienter wirkt, dass wir also diese Inhalte sozusagen im besten Fall einigermaßen im Griff haben. Alles andere darunter, hatte Nils Brüggen vorhin schon gesagt, es geht nicht nur um die Illegal-Content-Sachen, sondern auch um die Harmful- oder Impairing-Contents, also die, wo Kinder und Jugendliche ein Problem mit haben, die belastend sind. Und ich glaube, dass diese Monitoring-Verfahren dafür nicht besonders optimal geeignet sind, weil wir aus ganz unterschiedlichen kulturellen Kontexten kommen. Und das, was Impairing für deutsche Kinder sein kann, ist in Italien vielleicht nicht als Impairing anzusehen und in den USA dann noch weniger. Also deswegen, da brauchen wir andere, auch nutzereinbeziehende Formen und die haben wir dann mit Meldeverfahren, mit Blockierverfahren und dergleichen. Also ich glaube, da sind wir auf einem guten Wege. Ich bin ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, verpflichtend solche altersangemessenen Sachen vorzugeben, aus den vorhin genannten Gründen, weil wir dann eben mit sehr, sehr breiten Kanonen auf sehr, sehr bewegliche Ziele schießen. Ich würde gerne in die Schlussrunde starten und dazu noch einmal eine Publikumsfrage aufgreifen. Die fragt, wie werden denn konkret Eltern ertüchtigt und geschult, um ihre Kinder zu unterstützen? Und vielleicht schaffen wir es in dieser Runde, wirklich nur in einem Satz, so ein paar Ideen zu geben, was Eltern tun können, um ihre Kinder beim Medienkonsum zu unterstützen. Wir fangen mal da hinten an bei Frau Gut. Okay, ein Satz. Dabei sein. Einfach mit den Kindern immer wieder in die Kommunikation gehen und sie stets fragen, was hast du gerade online erlebt, womit hast du gespielt, was ist dir da begegnet, was hat dir dabei Spaß gemacht, weil Eltern müssen verstehen, was ihre Kinder an diesen Plattformen begeistert, damit sie dann auch in die Kommunikation gehen und dann auch entsprechende Vereinbarungen treffen können und dann auch zu einer sinnvollen Vereinbarung zu kommen. Ich mag auch nicht Regulierung sagen, aber wir müssen auch den Eltern auch mal erzählen, interessiert euch für den Medienkonsum eurer Kinder? Ihr habt da verdammt nochmal auch eine Aufgabe. Herr Dreyer. Also das Enttabuisieren wäre aus meiner Sicht wichtig, dass wir das den Eltern beibringen, dass die Kinder sich stets vertrauensvoll an die Eltern wenden können, ohne dass es eine Strafe gibt oder Medienverbot, weil die Kinder das dann nicht machen. Und die müssen wissen, dass sie jederzeit die Eltern ansprechen können. Und das ist nicht leicht, den Eltern das klarzumachen, kenne ich aus eigener Erfahrung.
Frau von Stauffenberg? Also ich habe das Gefühl, ich habe gerade so einen totalen Elternmonolog gehalten, deswegen halte ich es wirklich kurz und vielleicht eher aus einer persönlichen Perspektive. Ich denke, Eltern müssen auch offen sein für Kultur, die sie vielleicht nicht verstehen. Also was junge Menschen online machen, nicht immer sofort doof finden und irgendwie sagen, oh, damit wirst du nicht so, sondern eben offen sein für Meme-Kultur und Influencer, weil das ist, nur weil man das als Elternteil nicht versteht, heißt das nicht, dass das keine gesellschaftliche Relevanz hat. Und junge Menschen nutzen Plattformen für nicht nur irgendwie für doofe Sachen, sondern eben ganz viel auch politische Bildung, sich vernetzen, lernen. Und ich denke, das müssen Eltern auch akzeptieren. Herr Brüggen. Anschließend an alles, was gesagt wurde, glaube ich, ist ein Punkt noch, auch zu wissen, dass man manchmal selber nicht der Ansprechpartner ist. Und dann ist es wichtig, irgendwie Wege aufzuzeigen, wo ein anderer Ansprechpartner da sein könnte, der vielleicht eher die Vertrauensperson sein kann. Also gerade wenn die Älteren die Nummer gegen Kummer, U-Port, eben entsprechende Beratungsangebote, die sich an, ich denke jetzt auch eher an Ältere, also nicht mehr die ganz Kleinen, aber ich glaube, da ist es wichtig mitzudenken, dass die Eltern ab einem bestimmten Alter vielleicht nicht mehr die Ersten sind. Aber da kann man dennoch die Kinder befähigen, dass sie jemanden haben. Also wir brauchen auf jeden Fall Räume für Kinder im Internet. Wir brauchen effektive Altersbeschränkungen. Wir brauchen eine stärkere Anpassung an die Bedürfnisse und Kenntnisse der Kinder und Jugendlichen. Die Kinderrechte müssen dabei an erster Stelle stehen, vor den finanziellen Interessen. Und wir müssen besser verstehen, was Kinder begeistert und auch, wie sie tatsächlich Medien nutzen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dieser gesamten Runde für das rege Diskutieren. Natürlich auch für die Fragen, die aus dem Publikum gekommen sind. Das Ganze gibt es auch noch mal zum Nachschauen und weiterempfehlen auf den YouTube-Kanälen von Alex und auch der FSM. Der nächste Medienimpuls findet wieder am 7. Dezember statt. Und damit bedanke ich mich nochmal recht herzlich und vor allen Dingen eben für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit.